Diese Folge Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Sachs Audio. Your sound, your style, your speakers. Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Willkommen im Filmsommer 2017, beziehungsweise wir sind direkt am Start. Cinecast Nummer 58, lieber Henrik. Ja, ich glaube, ja. Da sind wir wieder. Juhu. Hallo. Hallo, liebe Hörer. Da habt ihr schon Huhu gehört, dann begrüßen wir neben Henrik sofort natürlich auch unseren Gast, den ihr sicherlich auch schon auf unserer Webseite oder in den Shownotes oder unter der Folge gelesen habt. Wenn nämlich, ihr das hier hört, wisst ihr es schon. Fällt uns jetzt auch so mal ein nach so vielen Folgen. Ne? Eigentlich ist eigentlich immer klar, wer zu Gast ist. Ja. Wir begrüßen den lieben Daniel Peschenk, den wir schon mal im September 2016 zu Gast hatten. Hallo Daniel. Genau. Hallo lieber Jan, Daniel. Hallo Henrik. Schön, dass ich da bin. Wie ist es dir ergangen in der ewigen Zeit, seitdem wir uns zuletzt gesprochen haben? Gut. Ich lebe ja hier auch hart im Hinterland, so abgeschottet von allem, in meinen eigenen Traumwelten sozusagen. Oh je. Und war da ganz fleißig, hab mich da mit meinem nächsten Projekt beschäftigt und auch fleißig Filme geschaut. Das ist gut. Dann bist du hier bei uns genau richtig. Und dein letztes Projekt Beyond the Bridge auch gut noch über die Monate danach gut vermarktet, gut an die Leute gebracht, oder? Genau. Gut, dass das ganze Programm abgeschlossen. Mittlerweile ist der Film regulär über Amazon als Video on Demand und DVD und Blu-ray zu beziehen, für jeden, der Interesse hat. Und ja, ich bin auch froh, dass nach dieser ganzen langen Produktionsodyssee, das hat mich ja persönlich so 5-6 Jahre gekostet, ich das jetzt auch endlich abschließen konnte und mal wieder zu neuen Projekten weiterkommen kann. Wir werden jetzt genau an dieser Stelle dann für unsere Hörer einen Link parat haben, auf den sie dann klicken und sagen wir mal ausführlich sich den Film zu Gemüte führen können. Also klickt mal auf den Link, den ihr jetzt auf der Webseite oder in eurem Podcatcher sehen könnt. Und dadurch, dass wir bei YouTube vertreten sind, können wir sogar den Link direkt bei YouTube jetzt hier an der Stelle verlinken. Genau, an der Stelle verlinken wir. Sehr schick. Bevor wir in die Film- und Serienwelt eintauchen, du hattest das schon mal im September angeteased. Wir könnten vielleicht auch jetzt direkt drüber reden, denn nach Beyond the Bridge ist vor Story Nights TV. Story Nights, also wie die Nacht, ja? Genau, wie die Nacht, bewusst natürlich auch so ein bisschen diese Doppelbedeutung mit Ritter, aber geschrieben wird es tatsächlich Nights, wie die Nächte. Mhm. Genau. Und das ist was ganz anderes als mein letztes Projekt, als mein ganzen letzten Projekt. Es ist nämlich kein Film, es ist ein Streaming-Format, ein Livestreaming-Format, was einmal im Monat auf YouTube zu sehen sein wird, ab September, wenn alles gut geht, toi toi toi. Und da geht es darum, dass ich mit einer Gruppe von Stammspielern und wechselnden Gastspielern Pen and Paper spiele. Das kennt ihr ganz bestimmt. Ja. Das kennen bestimmt auch viele Zuhörer. Ist ein sehr interessantes Konzept, was gleichzeitig unglaublich langweilig ist, wenn man es jemandem erklärt, der es noch niemals vorher gehört hat. Aber wenn man ein bisschen drin ist, finde ich, dass es eine der spannendsten Zeitvertreibe sein kann, die man so hat, habe ich selbst mit angefangen, mit 14 Jahren, gerade halt auch in der Zeit, als ich meine ersten, ich sag mal, Schritte so selbst als Kreativschaffender gemacht habe, war das eine tolle Möglichkeit, meine Ideen auszudrücken. Mit einem Satz kurz gesagt, Pen Paper, da geht es darum, dass mehrere Personen an einem Tisch sitzen, man hat einen Erzähler, der eine Geschichte vorgibt und mehrere Mitspieler, die in diese Geschichte einsteigen und Charaktere in dieser Geschichte verkörpern und durch ihre Entscheidung alles im Diskussionsformat halt auch Einfluss darauf nehmen, wie die Geschichte sich weiterentwickelt. Und dann an speziellen Breakpoints, wo es dann wirklich spannend wird, wird gewürfelt, damit es halt wirklich auch spannend bleibt, dass halt keiner den Fortgang der Geschichte wirklich voraussehen kann, außer eben der große gnädige Gott, der da die Würfel dann in die eine oder andere Richtung purzeln lässt.
Bist du denn der Erzähler, der Storyleiter oder der Spielleiter? Ja, okay. Genau, genau, genau. Also das heißt, das war für mich immer, schon seit ich es halt damals angefangen habe, so der interessante Aspekt dabei, mich als Geschichtenerzähler auszudrücken, Welten erzählen zu können, noch lange bevor es mir möglich war, auch Filme zu produzieren. Und das möchte ich halt jetzt gerne fortsetzen, so im, im erweiterten Format. Also ich möchte einfach möglichst alles aus diesem sehr begrenzten Szenario rausholen, was geht. Also begrenzt in dem Sinne, dass wir halt wirklich einfach nur an diesem Tisch sitzen und halt die ganze Zeit diskutieren. Aber mit einem relativ aufwendigen Lichtsetup, mit wechselnden Hintergründen, Einspielern und so weiter und so fort. Also ich versuche da wirklich so das Bestmögliche raus, rauszuholen, um den Zuschauern, / Zuhörern da halt eben auch voll mit reinzuziehen. Super. Klingt auf jeden Fall spannend. Den Channel gibt es wahrscheinlich noch nicht, oder? Kann man da jetzt schon sich irgendwo einklicken, abonnieren oder ist das, kommt das noch? Das, also es gibt ihn tatsächlich, wer jetzt gut aufgepasst hat, eben, der wird das auch finden, wenn er es googelt, aber da ist momentan noch nichts wirklich drauf. Also es ist, wir haben quasi alles erstmal reserviert und das wird jetzt so nach und nach ausgerollt. Und ja, hier in eurem Podcast ist tatsächlich das erste Mal, dass ich ganz offiziell darüber rede und vor allen Dingen auch offiziell über den geplanten Release rede. Das habe ich mich selbst ein bisschen hier unter Druck gesetzt. So soll es sein, auch ein bisschen, ne? Damit man dann auch in Gang kommt mit der ganzen. Richtig, richtig. Ja, so soll es sein. Und ich gehe mal davon aus, du sagtest YouTube, dann wird sicherlich auch on demand im Nachgang auch jederzeit wieder anschaubar sein, ne? So. Ganz genau, absolut richtig. Also das ganze Event an sich geht halt eben dann an einem Tag, wenn man es live verfolgen möchte. Und für alle anderen wird es dann clipweise hochgeladen im Verlauf des Monats. Also jetzt nicht in einem Stück, aber dann wird man halt jede Woche halt ein paar Clips davon halt auf YouTube, auf dem Channel halt eben dann auch finden und kann der Story dann halt auch so stückchenweise folgen. Das heißt, wir haben für September eine Verabredung für ein Launch-Interview. Oh ja, unbedingt, unbedingt. Wenn alles glatt läuft, wird es jeweils am ersten Samstag eines Monats stattfinden. Also ja, das müsste doch, der 2. September sein. Ja, guck mal, dann haben wir doch der Jan, der unsere Sendungsplanung macht, hat das gerade quasi notiert. Genau. Und dann werden wir dir dann wieder sozusagen aufs Dach steigen. Mit exklusivem Behind-the-Scenes-Material. Genau. Aber hat sowas. Ja, cool. Also ist auf jeden Fall spannend. Ich verfolge ja selber auch das ein oder andere in dem Bereich. Also selber habe ich noch nie, ich habe noch nie gespielt. Nee, habe ich noch nicht. Aber ich finde es halt, es macht auch schon alleine Spaß, das Ganze zu verfolgen und zuzuschauen. Wenn das Ganze dann spannend gemacht ist und die Charaktere sympathisch sind oder gut rüberkommen, ist das auf jeden Fall super. Total, also ich finde es halt auch gerade deswegen interessant, also sagen wir es mal so, ich wollte das schon seit 2009 machen, damals hat die Technik einfach noch nicht mitgespielt, also an mehreren Fronten. Jetzt mittlerweile sind halt alle Sachen gut zusammengekommen und was ich halt cool finde an diesem Format, auf diese Weise es durchzuführen, ist, dass man halt nicht nur den Input der Spieler nehmen kann, um die Geschichte weiterzuentwickeln, sondern eben auch den Input der Zuschauer, halt in Form eines interaktiven Chats. Und das ist uns auch da ganz wichtig, dass wir diese User-Interaktion halt eben auch ganz stark integrieren, wie auch ähnliche Formate, die da momentan auf dem Markt sind. Ich finde, das gehört dazu und ich finde, das ist halt auch nochmal eine interessante Möglichkeit, halt auch die Zuschauer richtig, nicht nur als stille Beobachter, sondern auch irgendwo als Beteiligte mit reinzuziehen. Mhm. Super, wir freuen uns. Ja, und da kommen wir mit Sicherheit dann nochmal intensiv drauf zurück. Ja, yep, sehr gerne. Gut, gehen wir direkt in den nächsten Bereich über. Das sind unsere News. Da habe ich diesmal mir drei Sachen notiert, die ich mal in den Raum schmeißen möchte und eure Meinung dazu hören möchte. Das ist einmal, fangen wir an mit Alien 5. War immer lange die Diskussion, dass Neil Blomkamp da eine Fortsetzung wirklich machen wird. Nicht so wie bisher die Prequels, sondern wirklich ein richtiges Sequel. Das ist wohl jetzt auch wirklich erstmal offiziell komplett tot. Ich glaube, Ridley Scott wollte sich da auch nie reinfuschen lassen. Der war, glaube ich, eh ein bisschen in Anführungsstrichen angepisst, dass Alien 5 von Neil Blomkamp geplant war oder gemacht werden sollte. Und das ist wohl jetzt erstmal ganz offiziell tot. Schade eigentlich, man sah ja schon so ein paar Zeichnungen und so ein paar Vorab-Infos zu der Idee, die dahinter steckt, die ja schon ganz interessant und spannend war. Und vor allem, da man dann auch wieder Ripley einbauen hätte können. Ja, können wir uns abschmieren. Ich hatte auch gelesen, dass die Storyline sollte ja quasi nach Alien 2
ansetzen. Das heißt also, dass einfach Alien 3 und alles danach folgende gar nicht passiert sei. Und viele, ich eingeschlossen, finden ja Alien 2 bzw. Aliens ja, einen wirklich sehr, sehr gelungenen, sehr geilen Film mit einem Willkommen sehr guten im Schluss. Club, Herr Schenk. Willkommen in meinem Club. Ja, Ridley Scott würde euch kein grad, Recht geben. Ich wollte gerade sagen, ja, Ridley Scott vielleicht nicht. Würde wahrscheinlich sich nicht so freuen. Angeblich hat er ihn ja nie gesehen, was mir keiner erzählen kann. Ja, gut, das muss man so da stehen lassen. Das ist natürlich, wenn so zwei große Platzhirsche da beide an so einer Franchise wirken, dann soll jeder sein eigenes Ding machen, meinetwegen, und gut ist. Aber ja, also mir wirklich, ich meine, Alien hat natürlich immer den Pionierbonus, das so oder so. Der hat einfach natürlich alles gesetzt, die ganze Richtung, Marschrichtung vorgegeben. Was mir an Alien 2 gut gefallen hat, war halt wirklich dieser, erstmal, dass man eben alles geholt hat, gerade auch der Figur von Ripley halt erstmal dieses Trauma verpasst hat, verständlicherweise. Nach Alien 1 und dann hat die Möglichkeit gegeben hat, ja, am Schluss. Man hat wirklich ein schönes Happy End eigentlich gehabt für harte, düstere Alien-Maßstäbe und das fand ich halt sehr schön und das fand ich bei Alien 3 sehr frustrierend, als das dann einfach alles so in den ersten 5 Minuten mit einem Wisch quasi dann wieder über den Haufen geschmissen wurde. Aber naja, okay, gut, so ist es jetzt und stattdessen haben wir Alien Covenant als Fortsetzung. Genau, und da kommen wir, richtig, ja, und da kommen wir ja gleich im Review-Part dazu. Das war auf jeden Fall die eine Info, die ich mir notiert hatte, was wirklich sehr schade ist. Dann gibt es noch die Info, beziehungsweise was ich halt auch ein bisschen überraschend finde, Sense8, wo wir auch auf unserem YouTube-Channel ein Interview hatten mit Max Riemelt, dem einen deutschen Hauptdarsteller von Sense8. Die Serie wird von Netflix nicht fortgesetzt, was viele Netflix auch ein bisschen übel nehmen, weil sie ja sonst immer wirklich eher dafür bekannt waren, auch gerade in Anführungsstrichen nischigere Serien dort laufen zu lassen und nicht wegen irgendwelchen Quoten eventuell abzusetzen. Und es ist halt doppelt ärgerlich, es ist noch nicht mal abgeschlossen. Die zweite Staffel endet offen mit einem Cliffhanger und die Serie wird nicht fortgesetzt. Ja. Ja, das ist frustrierend. So wie so viele andere Serien auch, die dann plötzlich einfach da mittendrin abgeschlossen worden sind. Genau. Wenn man wenigstens, weiß ich, einen 2-Stunden-Film am Ende noch irgendwie jetzt dann im Nachgang dranhängt, um das irgendwie rund zu machen, abzuschließen. So haben sie es jetzt bei der Scream-Serie gemacht und da soll, glaube ich, die nächste Staffel auch wieder komplett jetzt mehr so Anthology-mäßig sein, komplett eine andere Schauspieler etc. Also von daher, da haben sie aber wenigstens die, ich glaube die dritte Staffel war es, mit so einem 2 Stunden Halloween-Special abgerundet und die offenen Fragen erstmal soweit abgeschlossen. Na, das ist dann aber auch okay, damit kann man dann leben. Ja klar, also ich finde halt auch, wenn schon so eine Entscheidung fällt, dann sollte eigentlich genügend Zeit, sollte den Kreativen genügend Zeit gegeben werden, da halt irgendwie die Fäden dann halt noch zumindest mal notdürftig zu verknoten. Wenn es halt wirklich so komplett gegen die Wand gefahren wird und irgendwie alle erfahren viel zu spät davon, dann ist das natürlich für alle Beteiligten, für die Macher genauso wie für die Zuschauer eine total frustrierende Angelegenheit. Ja, und das ist eigentlich nicht typisch Netflix, ne? Das riecht ein bisschen nach Politik an irgendeiner Stelle, oder? Möglich. Ja, wir wissen es nicht. Nee. Wir werden es auch nicht erfahren. Andere Serien wurden auch eingestellt, wenn wir gerade bei eingestellten Serien sind. Prison Break wird nicht fortgesetzt. 24. Legacy wird nicht fortgesetzt. Gut, bei Legacy, ich habe bisher nur die ersten 2 Folgen gesehen, fand ich jetzt auch nicht schade, weil das neue 24 ist Designated Survivor. Von daher, da spielen wenigstens Kiefer Sutherland mit. Das ist mir wichtig. Und Prison Break habe ich noch gar nicht jetzt die neue Staffel geguckt, möchte ich aber gern noch. Und da ist es ein bisschen verwunderlich, weil die Quoten gar nicht mal schlecht waren. Und trotzdem wurde jetzt gesagt, nö, geht erstmal nicht weiter. Ja, das ist merkwürdig, zumal sich Netflix ja auch sehr schwer tut, ich glaube gar nicht, die veröffentlichen gar nicht ihre Daten, ihre Zuschauerquoten und so weiter und so fort, also das heißt also, die halten sich da total bedeckt, das heißt also, es ist noch schwerer auch von außen da irgendwie festzustellen, was da jetzt wirklich im Hintergrund gelaufen ist. Jetzt kannst du uns mal Insider-Infos geben, der Zuschauer definitiv nicht und bei Amazon ja genauso nicht, Quoten jedenfalls. Ja. Bekommst du als Filmemacher denn Infos von, jetzt in dem Falle glaube ich ja Amazon, wie viele deine... Ja, musst dein, du doch auch, du dein, bist ja, doch müssen auch bestimmt da, ne? GEMA gemeldet und so ein Zeug, oder? Total. Also jetzt GEMA in unserem Fall nicht, weil, also beziehungsweise sind GEMA gemeldet, aber als Nullmeldung, weil wir keine GEMA-pflichtige Musik benutzt haben. Jetzt okay, aber abrechnen musst du doch trotzdem. Oder ja, genau. Also, genau. Hier Dings, Wort und Gedöns irgendwie. Wird das nach Abrufen abgerechnet? Darfst du das überhaupt sagen? Oder ist das jetzt top sekundär? Also ich wüsste nicht, dass ich gegen irgendwas verstoße, wenn ich sage. Könntet ihr auch fragen, wahrscheinlich. Ja. Also es ist so,
du wirst, wenn du deinen Film jetzt bei Amazon über die Prime-Schiene laufen lässt, das heißt also kostenlos mit enthalten in der Prime-Mitgliedschaft, dann wird es halt nach Minuten abgerechnet, wie viele Minuten von deinem Content angeschaut worden sind. Okay. Wie genau jetzt da Amazon selbst dann zur Abrechnung kommt, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich habe jetzt nirgendwo keine Tabelle gefunden, wo es heißt, dass für jede Minute kriegst du auf jeden Fall fest diesen Betrag. Aber man kann im Großen und Ganzen sagen, je mehr Minuten, umso mehr Geld. Und wenn du es halt als VOD machst, das heißt, dass du dafür bezahlen musst, oder also zum Kauf oder zum Mieten, dann wird es halt eben pro Transaktionsvorgang abgerechnet, also pro Kauf oder halt pro Mietvorgang. Und die Statistik kriegst du fein aufgeschlüsselt auch nach, also da gibt es ja, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, aber ich sehe ja immer SD, HD-Content, Blablabla. Genau, diese Daten siehst du. Du siehst auch über welches Portal, also jetzt ob es über Amazon.com oder über Amazon.de abgerufen wurde. Aber womit sich Amazon halt schwer tut, ist dir mehr demografische Daten zu geben, was sie natürlich sicher könnten. Aber was natürlich klar, da kommen wir auch ein bisschen so in diese Datenschutzdimension wieder rein. Verstehe ich auch irgendwo, dass sie das halt nicht dann ihren Produzenten halt mitteilen wollen. Aber also da gibt's gar nichts von meiner Seite aus. Da sehe ich gar nichts. Also ich wüsste jetzt nicht, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall meinen nächsten Film für 16-jährige Mädchen produzieren, weil die das irgendwie ganz toll gefunden haben oder so. Also es ist da teilt Amazon gar keine Infos mit. Ja, wenn die wollten, könnten die es oft auf den Accounts runterbrechen, also ja, bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist, wenn jemand deinen Film zweimal guckt, zählen die Minuten auch, ne? Auch doppelt dann in dem Fall, wenn einer das zweimal guckt, oder? Genau. Ich jetzt zum Beispiel die Serie einfach mal ein paar Nächte auf Loop durchlaufen lasse, hilft dir das? Dann machen wir das so einfach. Dann mach das auch mal, ja. Ich weiß nicht, inwiefern Amazon da vielleicht mit IP-Sperren oder mit solchen Sachen arbeitet, aber auch das ist Teil des Geschäftsmodells, da halten sie sich halt eben auch bedeckt. Also da wird schon viel, die machen schon auch viel Magic im Hintergrund. Sie können es sich leisten. Ich denke mir halt, als kleiner Produzent, der sonst keine Möglichkeit hätte, bin ich natürlich trotzdem super froh darum, dass ich überhaupt diese Chance kriege, und damit denke ich, pokert Amazon natürlich auch ein bisschen. Sie haben natürlich diese starke Stellung, Netflix natürlich ebenso. Ich bin jetzt nicht bei Netflix mit meinem Film, aber wenn es so wäre, dann würde ich auch keine Daten kriegen. Da wäre ich einfach froh, dass mein Film läuft. In dem Fall würde ich dann einfach so einen Flat-Deal kriegen, weil soweit ich weiß, bezahlt Netflix einfach eine Flatrate von, keine Ahnung, das kann irgendwas von 1.000, 5.000, 50.000 Euro sein, die dir halt eben dann einfach flat gezahlt werden dafür, dass du den Film halt Netflix für ein oder zwei Jahre halt zur Verfügung stellst. Ja. Und das ist auch der Grund, warum halt dann immer wieder Filme von Netflix verschwinden, weil die halt wirklich so zeitlich begrenzte Lizenzdeals haben. Ja, das hat man bei Doctor Who auch gesehen. Da haben sie zum Beispiel, irgendwann lief das aus mit den ganzen alten Staffeln. Das wurde dann auch, da gab es keinen neuen Deal und dann waren die weg. Und dann kam lustigerweise zu Amazon, ja. Ja, genau. Ja, und das ist natürlich dann so, ich meine, ich bin auch leidenschaftlicher Netflix-Gucker und ich finde es halt super, dass man einfach weiß, alles, was auf Netflix ist, das kann man halt eben einfach per Knopfdruck gucken. Dafür ist aber dann halt eben das Angebot nicht ganz so reichhaltig wie dann auf Amazon, wo du halt eben auch Filme kaufen kannst, weil da ist natürlich offensichtlich, dass der Film so lange online bleibt, wie irgendein Interesse daran hat, dass der Film gekauft wird. Ja. Und das wird in der Regel eher länger der Fall sein. Ja, die arbeiten stark auch an Exklusivität, ne? Man sieht es ja auch bei Netflix, Exclusive-Produktion oder halt genau wie der Herr Schweighöfer bei Amazon. Oder jetzt auch der gerade aktuell rausgekommen War Machine mit sogar Brad Pitt. Also die haben ja mittlerweile 60 Millionen Dollar. Ja. Ich glaube, der teuerste Fernsehfilm aller Zeiten bisher gewesen. Ja, und ich glaube, das wird auch noch nicht das Ende sein. Also das wird noch weitergehen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und allein wenn du siehst, was für Schauspieler da alle mitmachen mittlerweile bei den Streamingdiensten und auch jetzt mittlerweile die Filmfestspiele nicht mehr so ganz um die Streamingdienste, auch wenn sie es vielleicht manchmal gerne wollten, gar nicht mehr drum rumkommen. Ne? Ja, und dann aber auch mit, also wir hatten jetzt in Cannes hatten wir diesen Eklat, mit dem einen Film, ich weiß jetzt nicht mehr welcher, das war mit Tilda Swinton, meine ich. War das? Wo dann auch. Auch mit Robert De Niro oder sogar, also mehrere spielten da Hochkarätige mit Ben Stiller. Genau, da gab es einen großen Skandal. Also Kinos haben halt eben den Film im Grunde boykottiert, weil sie halt dieses Modell von Netflix blöd finden, dass Netflix den Film halt im Grunde nur zur Produktveredelung, so als zum Prestigegewinn halt in die Kinos bringt und dann, bam, ist es entweder Day-and-Date-mäßig sofort oder sehr kurz danach halt schon über Netflix erhältlich. Und das wird schon, denke ich, in den nächsten Jahren auch noch so ein Streitpunkt werden. Ja, denke ich auch. Und da können wir uns sicherlich auf einiges einstellen. Auch mit. Ich bin auf die neue auf die erste deutsche exklusive Netflix-Serie auch sehr gespannt, weil der Trailer sah schon sehr mysteriös aus, im Gegensatz zu dem sehr mainstreamig wirkenden You Are Wanted mit Schweighöfer halt, ne?
Ja. Was ist das für ein Film? Also habe ich gar nicht mitgekriegt, Netflix. Also, ich komme dummerweise jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. Henrik, weißt du noch den Namen von dem ersten? Das hat aber, ist das etwas von Tom Tykwer und X-Filme? So irgendwie was mit Berlin? Nee, das war irgendwas, es war ländlich, irgendwie so ein Dorf, es wirkte fast schon wie Twin Peaks so ein bisschen, okay, in Deutsch, irgendwie, da gab es nur so einen kurzen Teaser, ich komme nur jetzt gerade auf den Namen nicht. Ich hab's auch nicht verraten, tut mir leid. Aber apropos Twin Peaks, da bin ich auch gespannt drauf. Das ist ja jetzt auch, es läuft ja schon, ich hab noch nicht reingeguckt, nur ein paar Reviews gelesen. Ich habe die ersten 4 Folgen gesehen. Und ich habe auch noch keine Zeit gehabt reinzugucken. In der dritten Folge dachte ich wirklich nur noch WTF. Also das ist, ich liebe die alten 2 Staffeln. Ich mag auch die 2. Staffel, gerade weil es auch am Ende wirklich sehr in dieses David Lynchige komplett abdriftet. Und das macht die 3. Staffel aber sowas von. Ich glaube, so viel Lynch war noch nie da drin, weil er ja wirklich diesmal auch komplett freie Hand hatte. Ja, stimmt. Der hat ja zwischendurch, glaube ich, in der Produktion sogar auch gepokert und auch bei Twitter gesagt, das Projekt sei eigentlich schon gestorben und, glaube ich, dann da so ein bisschen der die Verantwortlichen unter Druck gesetzt und ich weiß gar nicht, vielleicht sogar den Sender gewechselt. Also ja, auf jeden Fall stimmt. Der hat da, glaube ich, echt sich sehr viel kreative Freihand eben dann auch da erarbeitet. Ja, das merkst du. Also wie gesagt, insbesondere die 3. Folge, da packst du dir so oft an den Kopf und denkst, WTF, was geht denn hier jetzt ab? Also... Aber das macht halt Spaß und du siehst halt natürlich auch David Duchovny wieder und die ganzen... Als Frau, gell? So genau, als Frau, natürlich. und viele von den alten Darstellern und das macht schon Spaß. Ist aber trotzdem von der Tonalität oder so, wie er es inszeniert hat, anders als früher. Also es ist nicht irgendwie der Versuch, das 1:1 irgendwie jetzt nochmal weiter fortzusetzen. Mhm. Du bist auch gar nicht mehr so, also jetzt auf jeden Fall in den ersten 4 Folgen, so extrem nur in Twin Peaks unterwegs, sondern du hast wirklich mehrere Schauplätze und storytechnisch mehrere Stränge, die dort zusammengeflechtet werden, so langsam. Also es ist schon anders. Aber das macht er, ich denke, das ist auch gut so, dass er nicht einfach nur versucht, das aufzugießen, aber trotzdem natürlich viele, viele Insider oder Querverweise oder natürlich, wie ich gerade sagte, alte Darsteller, die wieder auftauchen. Das macht er schon gut. Ich habe gerade mal geguckt, Dark heißt die erste Netflix-Serie aus Deutschland. Okay. Und so wie der Titel, so wirkt auch so ein bisschen der Trailer. Ja. Kommt das raus? Weißt du, was steht das da? Ich meine im Herbst. Ich gucke gerade mal am 4. Nee, das war... Ich meine im Herbst, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Da bin ich jedenfalls auch gespannt drauf. Also weil ich auch eher so als Zuschauer mich dann doch eher so den internationalen Formaten halt zuwende. Inwiefern dann jetzt mich auch so eine deutsche Produktion auch richtig catcht, da bin ich sehr gespannt. Genau. Ist übrigens die erste Staffel, genau, Dark, soll 10 Folgen umfassen, jeweils mit einer Länge von einer Stunde. Regie führt Schweizer Regisseur und Drehbuchautor Baran Bo-Oda von Who Am I? Ah, okay, ja gut, das war so ein schöner Film, so der deutsche Fight Club so ein bisschen. Genau, also da kann man vielleicht wirklich was erwarten und ich weiß nur, im Trailer waren halt auch so komische Sachen wie tote Schafe auf dem Feld. Und so. Also es wirkte halt, ne, so ein bisschen vielleicht auch wie zuletzt Stranger Things, Twin Peaks, so gefühlt geht das in diese Richtung. Noch Ende des Jahres soll es anlaufen, einen genauen Starttermin gibt es wohl noch nicht, ja, das ist so der Stand. Den Teaser mal reinziehen. Ja, gucken wir mal an. Es ist ganz, ist nicht lang und verrät zum Glück auch nicht viel. So soll es ja auch sein. Ja, hast du noch eine News? Ansonsten, also Henrik? Ich, oder? Nö. Nee, ne? Nein. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt über in unseren Review-Part. Juhu. Und sprechen mal darüber, was wir denn bei uns jetzt im letzten Monat oder in den letzten Tagen oder letzten Wochen halt gesehen haben. Ah. Und da haben wir natürlich die Tradition, dass unser Gast starten darf. Mensch, was hast du denn so zuletzt gesehen? Ich war gerade heute im Kino mit meiner kleinen Schwester, die man auch aus meinen Filmen kennt. Und wir haben Fluch der Karibik. Ich sag mal Piraten der Karibik, aber das stimmt ja gar nicht. Ja, das kommt aus dem Englisch. Ja, Pirates of the Caribbean würde ich auch. Ja, genau. Genau. Also Fluch der Karibik 5, Salazars Rache gesehen. Und ja, es war ein schöner Rollercoaster-Ride. Also man hat so ziemlich genau das gekriegt, was man erwartet hat. Aber die, ich muss sagen, in den letzten 15 Minuten fand ich, dass sie da so ein paar zu viele Beziehungsplots auf etwas, also ein bisschen zu sehr auf die Kitschdrüse gedrückt haben. Da ist dann zu viel Kitschsekret rausgekommen. Das fand ich ein bisschen too much. Aber ansonsten ein ganz, ganz unterhaltsamer Film. Sag ich, ging gut rein, kam auch wieder gut raus.
Ja, wo war denn die Geschichte mit diesem Vater-Tochter? Ach ja, bei Guardians of the Galaxy hatten wir es zuletzt ja auch, diese Vater-Sohn-Pseudo-Geschichte und jetzt halt auch so ein bisschen Vater-Tochter-Geschichte. Aber ne? Ist es nicht bezeichnend dafür, dass der in Anführungszeichen, sagen wir mal, geschichts- oder erzählerisch entspannteste Teil ganz am Anfang 5 Minuten und am Ende 20 Sekunden einnimmt und dazwischen ja eigentlich zu der Geschichte, bis auf die Tatsache, dass wir damit eine Begründung haben, warum wir die ganze Zeit Millionen von Dollar in CGI stecken, eigentlich gar nicht so viel erleben, was das angeht. Also die emotionalsten Figuren, wenn wir überhaupt ein bisschen über Emotionen sprechen wollen, sehen wir die letzten 3 Minuten. Das sind halt die Geschichten aus Teil 1 bis 3, ne? Will genau. Turner, ja, Elizabeth. Genau, es hat halt irgendwie schon so für meinen Geschmack ein bisschen aufgesetzt gewirkt und also ich will jetzt nicht spoilern, aber als wir dann zum Schluss, plötzlich kommt eine bekannte Figur am Schluss noch aus dem Wald gelaufen, so wirklich in den letzten 3 Minuten und erstmal gucke ich mich an, meine Schwester guckt mich an und wir mussten anfangen zu lachen, weil wir dachten erstmal, dass es eine andere Figur wäre, die einfach ganz weit in den Wald reingerannt wäre und wieder zurückgelaufen kommt. Mhm. Aber es war dann einfach eine komplett andere, neue Figur. Und das fanden wir, und wir haben uns ja auch gar nicht vermisst. Wir haben sie halt auch nicht vermisst. Ich habe mir auch zu keinem Zeitpunkt des Films, während des Films die Frage gestellt, wo ist eigentlich diese Person die ganze Zeit gewesen im Film? Und dann wurde sie eben einfach so für die große Reunion zum Schluss dann nochmal da aus dem Wald geholt. Und das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert. Genauso wie auch dieser ganze Vater-Tochter-Plot. So. Mhm. Also. Bleiben wir mal bei den Charakteren. Zum Beispiel der Sohn von Will Turner, der erinnert mich stark so optisch auch an Monkey Island 1, ne? Den Charakter. Den Guybrush. So mit den Haaren und so. Ja, stimmt. Also wenn wir schon bei Games sind. Das ist mir immer wieder, gerade wenn ich Bilder oder wenn ich ihn im Film so sehe, dieses schmale Gesicht und so, erinnerte mich sehr stark daran. Den finde ich auf jeden Fall lustig. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ja, das ist mir auch erst, wo du sagst, aber das stimmt. Also, ja. Das würde ich auch sagen, dass es da eine Referenz gibt. Ja. Javier Bardem hat mir sehr gut gefallen, wobei ich, der muss ja auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass er nicht ganz in diese obskure Ecke runtergeht, weil ich meine, auch als Bösewicht bei dem James-Bond-Film hat er ja auch so schon zwischendurch sein Gollum-Face gehabt. Ja. Also das wünsche ich ihm, dass er da nicht zu sehr in diese freaky Bösewicht-Monster-Whatever-Sparte reinfällt. Aber hier in dem Film hat es auf jeden Fall gut gepasst und finde ich, hat er eine schöne Rolle als fieser Spanier abgegeben. Also interessanterweise wird der Film ja international oder halt auch bei den Kritiken jetzt hier national nicht so positiv angenommen. Also viele sagen über den Film, er war langweilig. Ich glaube mittlerweile, dass sie eher müde sind und dass vielleicht einfach keine Lust mehr haben auf diese Art von Filmen. Aber ich fand ihn trotzdem im Verhältnis zu Teil 4 schon deutlich näher an Teil 1. Einfach auch so vom Aufbau her, vom Setting mit diesen beiden. Man versucht es natürlich, Will Turner und seine Frau in diese zwei neue Charaktere so ein bisschen zu überführen, ne? In Verbindung mit Jack. Das finde ich schon. Die Crew von Jack ist wie gewohnt gut und da gibt es halt auch wirklich diese coolen Gags, so nach dem Motto, du bist jetzt der Captain, sage ich jetzt mal nur, dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Also da war ich lache auch gerade und es gab so 3-4 Stellen, wo ich wirklich auch stark schmunzeln musste, an der Grenze zum Lachen. Also es war deutlich schön, witzig war. Oder selbst die Guillotine-Szene fand ich super. Ja, die ist mir auch im Kopf geblieben. Also wie er da sitzt, also wie er da hängt und dann auch das Face macht und die Guillotine halt eben dann immer so von links nach rechts schwingt, je nachdem, wie sie gerade sich dreht. Ja, und das ist ja... Oder auch das Französisch, das nehme ich. Ah nee, doch nicht lieber, ich nehme doch Steinigung. Also, ja. Ähnelt natürlich auch von der Position im Film sehr stark an die alte Mühlrad-Szene. Durch den Dschungel. Also im Prinzip, wenn ich was kritisieren soll, was es ja auch mit Sicherheit nicht zu Unrecht gibt, wie Jan schon gesagt hat, dann ist es eigentlich die Tatsache, dass ich genau das bekommen habe, was ich erwartet habe. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man über den Film sagen kann. Weil es ist halt extrem beeindruckend, was sie da wieder CI-technisch gemacht haben. Die ganze Salazar Crew, die ganze Zeit wirkt, als wären sie unter Wasser. Ja, wobei, wenn die übers Wasser laufen und da angelaufen kamen, wirkt es da leider komischerweise billig. Andere Sachen wirken total gut. Selbst der junge Jack, den man ja auch im Trailer schon sieht, deswegen kein Spoiler, wirkte nicht so gut wie zum Beispiel. Sonst Disney ist da ja scheinbar momentan ein Riesenfeld. Guck dir mal die Disney-Filme an. Ja. Disney macht das ja jetzt in jedem Film scheinbar. Ja. Das ist schon verrückt. Und
Aber sie haben da irgendwie Geld reingesteckt in die Technik und jetzt wollen sie zeigen, was sie können. Und so es funktioniert sein. Ja im Normalfall eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, man sieht der ganzen Sache halt eben die weit über 300 Millionen, die das Ding gekostet hat. Verrückt. Also war der zweiteuerste Film der einzige, ich weiß gar nicht, auch der Pirates 3 oder 4 war teurer nur noch, ne? Noch teurer? Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber, über 300 Millionen. Aber das Ding irgendwie, ich habe irgendwas von 320, 340 Millionen gelesen, die dafür also ausgegeben haben. Und du kann siehst. Kann natürlich sein, dass bei Teil, also weil Teil 2 und Teil 3 zusammengedreht wurden, dass die ja zusammen sehr viel. Müssen wir mal gucken. Und Fuffi kriegt ja jetzt mittlerweile wahrscheinlich der Herr Depp, ne? Ja. Und. hat er auch nötig, glaube ich, nach seiner ganzen Scheidungsgeschichte und so. Also, ja. Und gewartet hat er ja momentan ein bisschen zu kämpfen. Und scheint auch nicht so gut mit seinem Geld umgehen. Deswegen war er wahrscheinlich auch sofort dabei, wie er hört: Oh, Fluch der Krieg, jetzt endlich geht's weiter, ja. Für den vollen Kühlschrank gespielt, ja. Und also man sieht dem Film natürlich fast jeden einzelnen Dollar davon an, der da in das CGI geflossen ist. Was ich schön fand, war die Anfangsszene, die Bankraubszene, die ist übrigens, die ist ja natürlich, die ist ja sehr charmant. Ja, und die ist ähnlich als Einführungsszene wieder mit so viel Humor und die ist ja real gedreht. Ja, das sieht man ja auch an. Das sieht man ja aus. Und dann funktioniert es auch auf einmal wieder. Ja. Im ganz im Gegensatz zu... Bis auf der Abschluss. Ne? Das, der Abschluss von dieser Szene, wo er einstürzende, der genau, ist wieder sehr... Genau, das wirkt wieder ein bisschen CGI. So, ja. Aber, ja, ja. Aber wo du sagst Abschluss, und das ist der deutlich größere Unterschied, die Szene funktioniert für mich vom Timing, von der Comedy, wie sie eingebaut ist als Einführung, als Jack Sparrow typisches Setting, funktioniert für mich super. Ganz im Gegensatz zu der Abschlussveranstaltung mit der Mehrteilung. Moses Edition, fand ich schlimm. Ich habe nicht verstanden, warum. Es war so ein sinnloses Gadget. Das Geld hätten sie sich sparen können. Ja. Das brauchte der Film meiner Meinung nach nicht. Nee, genau. Nee, das hättest du viel einfacher lösen können. Es musste nicht nochmal irgendwie noch eine größere Veranstaltung werden. Mhm. Das hätten wir locker anders hingekriegt und auch mit deutlich weniger Stress. Und in dem Zusammenhang eben nur einfach als letzter Satz. Du hast vollkommen recht. Wir haben sehr teuer bekommen, was wir erwartet haben, und das habe ich eben schon mal gesagt, ich glaube, das ist die größte Kritik, die wir diesem Film machen können. Irgendwo, ne? Es war eben nichts Neues. Ja, das stimmt. Ja, also einfach sehr nach Schema F konstruiert, so im Großen und Ganzen. Genau, und so ein bisschen halt an Teil 1 orientiert, auch Knastszene wieder drin und solche Geschichten. Aber es hat Spaß gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht. Ja. Ich war ja beruflich in Berlin unterwegs und habe mir die Chance dann genutzt und habe ihn im IMAX gesehen. Mhm. Da muss ich auch wirklich loben. Der hat auch richtig geile IMAX-Szenen, wo das Bild wirklich richtig groß wieder wird. Ja. Sound sowieso bombastisch, ne? Wenn dann auch der typische Score eingespielt wird von Hans Zimmer, ne? Obwohl die Musik nicht von Hans Zimmer diesmal kam, was mich überrascht hat. Die Musik kam nicht von Hans Zimmer, aber natürlich das Theme wurde natürlich regelmäßig eingespielt. Ja, und sonst auch da mit 4K Doppelprojektoren, Laser plus 3D, du siehst kein Ghosting, du siehst ein kristallklares Bild, dann macht der Film schon Spaß. Das ist halt so ein Film, ne? Für Optik und Sound und Spaß und Event-Charakter. Total. Ich glaube, Fluch der Karibik war ursprünglich eine Disney-Attraktion. Ja. Wenn man überlegt, dass sie daraus einen vernünftigen Film gestrickt haben, eine ganze vernünftige Franchise, wenn man überlegt, von wo die ganze Sache gestartet ist, finde ich, das ist ziemlich genau das, was man auch eigentlich davon erwarten könnte. Und auch Johnny Depp trägt die ganze Sache natürlich. Also ohne einen Johnny Depp, ohne Jack Sparrow würde das, glaube ich, auch nicht so funktionieren, wie es also auf dem erfolgreichen Level funktionieren. Ja. Und sieht genauso. Und weggeschmissen habe ich mich bei einem der schönsten Cameos, die wir seit langem hatten. Von den Beatles. Ja. Paul McCartney. Ich muss erst überlegen, Moment, die kennst du doch. So am Ende der Szene. Am Anfang habe ich auch das gleiche Gefühl wie Jan gehabt. Ich denke, den kennst du irgendwoher. Wer ist das? Wer ist das? Und am Ende der Szene ploppte mir plötzlich dann Paul McCartney. Und ich habe so neben mir, ich war ja alleine. Ich bin ja dann noch, in Anführungszeichen, dann noch schnell, weil wir ja ursprünglich ja auch dann an dem Wochenende aufnehmen wollten. Ja. So, und dann habe ich gedacht, ich muss dann schnell noch jetzt, wo er gestartet ist, gucken. Und ich saß so eingekeilt zwischen zwei recht jungen Pärchen.
Und ich habe irgendwie den Cameo gefeiert und die haben mich angeguckt, als wäre ich im falschen Film, weil ich diesen Piratenonkel irgendwie gefeiert habe und sie gar nicht geschnallt haben, was das Lustige daran ist. Also es war wirklich einer der schönsten Cameos. Das war sein Onkel? Ich glaube, Onkel war das, ne? Genau. Im vorigen Teil, der Vater war Keith Richards. Genau. Genau, ja, das ist von den Rolling Stones. Genau. Sind wir. Und das ist natürlich, da haben wir die Rolling Stones Beatles-Referenz da drin. Ja, und es ist Jack Sparrow, also John Depp hat ja gesagt, er hat auch seinen Jack Sparrow ja auch in Keith Richards und seiner ganzen Stage-Persona ausgerichtet und so. Genau. Also das war alles ganz schön verknüpft gewesen. Ja. Ich hab's sehr gefeiert. I wanna hold your hand. Hätte er nur noch singen müssen, ja. Ja, und in der Zwischenzeit ist es ja auch gute Tradition geworden, dass wir uns bei der Filmkritik ein bisschen Unterstützung von unserem Freund Peter Dickmeier holen. Und auch den wollen wir hier an dieser Stelle zu Wort kommen lassen, nämlich mit seiner kurzen Besprechung zu Der Fluch der Karibik, Salazars Rache. Dafür erstmal viel Spaß und danach geht's natürlich direkt weiter. Bis gleich. Mal wieder ist unser Captain Jack Sparrow in den Wogen des Schicksals gekentert und lungert nun ohne Schiff und ohne Besatzung in der Karibik rum. Das aber immerhin auf eine fürs Publikum sehr unterhaltsame Weise, denn bereits in den ersten Minuten des Films bekommt, dank Sparrow, das Wort Bankraub eine völlig neue Bedeutung. Allerdings mit dem unschönen Nebeneffekt, dass Jack geschnappt und hingerichtet werden soll. Und wie wünschst du zu sterben, Pirat? Galgen, Erschießungskommando oder, neu auf dem Markt, die Guillotine. Guillotine? Klingt französisch. Ich liebe die Franzosen, die haben tolle Sachen erfunden, wie Mayonnaise. Davon mal ganz abgesehen ist das einst so wilde Piratenleben momentan so aufregend wie Malaria-Mücken beim Liebesspiel zuzuschauen. Doch das hat ein jähes Ende, als eine Horde blutrünstiger Seemänner aus dem Jenseits, angeführt vom furchterregenden Captain Salazar, sich anschicken, jeden Piraten, den sie finden können, zu töten. Die Stunde der Abrechnung steht bevor. Machen die Jagd auf einen Piraten. Wobei sie es besonders auf Jack Sparrow abgesehen haben. Er kommt dich holen, Jack. Aber nicht nur die Geisterpiraten wollen Jack in ihre modrigen Finger bekommen. Auch ein ehemaliger Matrose der Royal Navy namens Henry sucht nach unserem Piratenhäuptling und findet ihn in einer schmuddeligen Gefängniszelle. Ich suche einen Piraten, Jack Sparrow. Na, dann ist heute dein Glückstag. Wie es der Zufall will, bin ich Captain Jack Sparrow. Nein, das ist unmöglich. Der große Jack Sparrow ist kein Trunkenbold in einem Verlies. Hast du überhaupt ein Schiff? Eine Crew? Hosen? Einen großen Piraten dürstet es nicht nach solch Kleinigkeiten. Weißt du, wie lange ich schon auf diesen Moment warte? Und du bist wirklich der Jack Sparrow? Na, wer denn sonst? Nachdem die beiden ihrem Gefängnis entkommen konnten, gabeln sie noch eine hübsche Frau auf, die Sternenforscherin Karina, und machen sich in einer erbärmlichen Nussschale namens Dying Gull auf den Weg. Denn jeder von ihnen hat eine Mission zu erfüllen. Im Kielwasser folgt ihnen Captain Salazar, der eine ganz private Rechnung mit Jack noch offen hat. Feuer! Selten zuvor war eine Handlung überflüssiger als hier. Nicht, dass es keine geben würde, ich habe sie ja gerade umrissen. Ich würde aber mal behaupten, dass es über weite Strecken niemandem auffallen würde, wenn es keine gäbe. Zu sehr ist der Film damit beschäftigt, sein Publikum mit Schauwerten aus allen Rohren zu torpedieren. Das war nicht Bestandteil des Plans. Oh doch. Es ist aber auch nicht schlimm, im Gegenteil. Nur ist es schon fast ein bisschen überraschend, wenn nach über zwei wild bewegten Stunden sowas wie ein logisches Ende auftaucht, das am Faden zieht, woraufhin sich alle Knoten lösen. Womit natürlich nicht gemeint ist, dass die Geschichte nicht doch noch in eine weitere Runde gehen könnte. Tote Männer erzählen keine Geschichte. Womit wir jetzt auch den Originaltitel untergebracht hätten. Bei diesem mal wieder gesteigerten Großaufgebot an technischen Finessen und nahezu unglaublichen Bildern stellt sich mir eine Frage. Darf noch, seitdem technisch alles, und ich meine wirklich alles, möglich ist, die Frage, die man sich als Zuschauer stellen sollte, lauten: Wie gut sind die Effekte? Müsste man sich nicht viel eher fragen, wie originell sind die Ideen dahinter? Wird das unbegrenzte technische Potenzial dazu genutzt, um wirklich beeindruckende Twists, unglaubliche Wendungen, irrsinnige Gedankensprünge oder tolle Erzählweisen glaubhaft auf die Leinwand zu bringen? Oder ist alles nur Budenzauber und Blendwerk? Für Pirates of the Caribbean, Salazars Rache, ist die Antwort eindeutig. Sowohl als auch, vor allem, und das mit viel Spaß. Sind alle Piraten so dämlich?
Ja. Ja. apropos, wenn wir gerade noch bei Johnny Depp sind, können wir direkt mal überleiten zu einem Trailer, den ich zuletzt gesehen habe. Vielleicht habt ihr den auch schon gesehen. Es geht um einen Mord im Orient Express. Habt ihr den Trailer gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Wann ist der denn rausgekommen? 1. Juni, meine ich. Also ist er noch gar nicht vor so einer Woche. Ja, nee, dann kann es auch sein, ich habe nicht viel mitbekommen. Ich finde, der Trailer sieht sehr, sehr schick aus. Also man kann, ich stelle mir immer die grundsätzliche Frage, braucht die Welt so etwas oder eben nicht? Andererseits ist es klar, dass wir natürlich mittlerweile ganze Generationen von Leuten haben, die gar nichts mehr mit dem alten Film. Der letzte war von 74, ne? Von daher. Genau, von Sidney Pollack, auch damals ein riesiges Star-Aufgebot gehabt und alles. Super Film, aber klar, natürlich ändern sich auch die Sehgewohnheiten und du kannst heute so einen Film natürlich nicht mehr mit der gleichen Intensität gucken. Oder die gleiche Intensität erwarten, wie halt jetzt ein Film, der mit modernen Filmmitteln gemacht wurde. Und der Trailer auf jeden Fall macht Spaß. Genau, optisch super. Kenneth Branagh, der die Regie führt und gleichzeitig den Hauptdarsteller spielt. Wer ist noch dabei? Ja klar, Johnny Depp, habe ich gerade gesagt. Eine Michelle Pfeiffer, eine Daisy Ridley. Ich denke auch gerade. Adam Garcia, weiß ich wo, Penelope Cruz, Willem Dafoe, genau, den siehst du auch. Direkt dort im Abteil, wo auch schön, es wirkt halt, ne, wie Cluedo, die Charaktere werden halt. Geil, wie die, du hast diesen Dolly-Shot so durch das Abteil durch, so ganz langsam, gehst du an allen vorbei, sie gucken alle in die Kamera und so an jedem wird halt so der Name eingeblendet, irgendwie so das Hausmädchen, der Butler und so, ja, und die Schrift ist so getrackt und kommt so auf die Kamera zu, wie sich die Kamera durch das Abteil bewegt. Das fand ich eine witzige Idee und hat eine sehr gute Stimmung schon vorgegeben. Also ich werde mir den Film anschauen, ich bin gespannt. Absolut. Johnny Depp ja auch dabei. Ja, deswegen kam ich mir das ich war meine Referenz. Ich guckte nur gerade ganz schnell, weil ich dachte, was habe ich da verpasst? Ja. Wo der Jan gerade den Trailer so feiert. Da musste ich eben ganz schnell mal eben den Google fragen. Ja. Da muss ich gleich dann mal gucken. Ja, genau, ein Punkt, was mich so ein bisschen komisch oder, naja, ach ja, genau, und ein Ridley Scott-Film, ne? Scott-Free. Ja. Was mich ein bisschen überrascht hat, war die Musik in dem Trailer. Weil das, ich weiß gar nicht mehr, welches Lied das war, es war aber so ein ganz aktuelles, was gerade in den Charts rauf und runter lief, was ein bisschen komisch für die Zeit in dem Moment. Es wirkte in dem Moment ein bisschen komisch, aber ich habe so das Gefühl, dass das echt momentan so en vogue, dass du so auch historische Stoffe hast, die dann irgendwie mit ganz moderner Musik also untermalt werden. Also es ist ja schon seit einiger Zeit so, aber das scheint irgendwie momentan wirklich so die Sache dann so im Letzten zu verkulifizieren, habe ich das Gefühl. Ja, oder für die klappt manchmal besser, manchmal weniger gut. Vielleicht denken die auch, junge Leute gucken, sollen das ja auch gucken, die können nichts mit klassischer Filmmusik anfangen. Ich weiß es nicht, wo da der Hintergrund steckt, aber ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, oder ich hoffe jedenfalls, dass diese Musik im Film nicht auftauchen wird, weil das würde dann noch weniger passen. Ja, das stimmt. Da bin ich auch gespannt, wie sie diese ganze Atmosphäre zum Ausdruck bringen. Und Kenneth Branagh, genau der. Der das Wunderkind, der ja schon vorher auch schon so als Writer, Director, Hauptdarsteller oft in Erscheinung getreten ist, auch in einem super geilen Bart. So ein richtig schöner, gezwirbelter Oldschool-Bart und so irgendwie so maximal grau, strahlend grau irgendwie. Mit so ein paar schwarzen Strähnchen da drin, also so maximal gestylt, dass man es irgendwie auch heute noch sich anschauen kann. Also, ja, ganz witziger Stil so. Genau, und kommt ja schon dieses Jahr, also da freue ich mich schon drauf. Absolut. Das wird was. Und wie gesagt, Henrik, schau es dir nachher mal an. Ich habe schon quasi geklickt, ich brauche gleich. Wir gucken es später nochmal zusammen an, genau. Dann will man deine Meinung hören. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, guck, dann haben wir doch im Grunde alle, weil wir den auch alle gesehen haben, in dem Falle auch Pirates 5, Salazars Rache, soweit besprochen, würde ich sagen. Ja. Also man hört raus, wir sind nicht so abgeneigt wie viele Kritiken, wir nehmen das deutlich, ich sag mal wirklich locker rein. Wir nehmen es sportlich. Ich weiß nicht, wie man es erwartet, also ich frage mich manche Kritiker, was erwarten die von einem Flug der Karibik? Erwarten die da einen Meilenstein der Filmgeschichte? Ja, eigentlich mit dem ganzen Getue und so weiter, sie haben sich als, sagen wir mal, Innovateure, weiß ich nicht, aber das ganze, diese ganze Piratenfilmgeschichte wieder hochgespült, viele tolle, auch neue Ideen eingeflochten, spezialeffekttechnisch immer ganz, ganz vorne dabei gewesen bei fast allen Teilen, nicht nur den Budgets geschuldet,
das will ich damit gar nicht sagen, man kann auch tolle CGI-Filme mit weniger als 350 Millionen Dollar machen, haben wir gesehen. Aber grundsätzlich, glaube ich, war die Hoffnung, dass ein bisschen mehr, ja, auch Neues dabei rumkommt, was die Geschichte oder dieses ganze Universum ein bisschen weiterbringt, wäre vielleicht ganz schön gewesen. Und das ist halt nicht passiert. Ja, das, das stimmt. Es ist so ein Film, es ist so, ich finde es so ein klassisches Beispiel für, du gehst irgendwie in ein Kino rein, du ins Foyer, du guckst dir die verschiedenen Poster an, weißt nicht, was du gucken sollst, siehst irgendwie da, oh, guck mal, da läuft ein neuer Fluch der Karibik, klingt gut, hast irgendwie zwei Leute dabei, die auch keine große Meinung zu irgendwas haben und sagen, okay, ja, warum nicht? Und das ist ein guter, kleiner, gemeinsamer Nenner und ja, es unterhält für die zwei Stunden oder sogar 130 Minuten, glaube ich, hier geht, ganz gut und ja, also wenn du eine andere Erwartungshaltung als die hast, dann kann ich schon verstehen, dass man da halt auch enttäuscht ist, aber wenn du wirklich so reingehst und sagst, naja, komm, ich lass jetzt einfach mal, hab jetzt einfach mal so eine kleine Achterbahnfahrt hier vor mir, dann finde ich, dann delivert der Film schon ganz gut. Ja, und schön, dass du sagst Poster. Wir haben von unserem Partner Close-Up zwei Poster zu Fluch der Karibik 5 bekommen, die wir gerne an euch, liebe Hörer, weiterreichen möchten. Dazu müsst ihr einfach nur uns entweder über die Webseite, Facebook oder Twitter eine Nachricht schreiben. Vielleicht, was wollen wir machen? Haben wir jetzt nicht drüber nachgedacht. Warum ihr die coolsten Piraten seid, wollen wir wissen. Genau. Oder gerne ein Shanti singen oder so. Dann habt ihr natürlich. Nein, auf jeden Fall kommentiert den Artikel auf der Webseite oder bei Facebook oder bei Twitter oder auf YouTube, wo unsere Folgen YouTube ja ist auch gut, genau. Ja. Kommen und einfach einen netten Kommentar schreiben und dann könnt ihr wie üblich ganz entspannt eins von zwei, ne, hast du gesagt, Pirates 5 Postern gewinnen. So ist es. Ja, der übliche Wahnsinn. Wo du gerade dran bist, Henrik, was hast du zuletzt gesehen? Ja, wir haben ja jetzt ein bisschen dem Mainstream schon vorgegriffen, was ja gar nicht so verkehrt war. Dann würde ich gerne noch eine Kommt jetzt die Serie, Indie-Keule? Indie-Keule? Weiß ich nicht. Nee, frag eine mal, Serienempfehlung würde ich gerne. Ja, gerne. Eine Serienempfehlung würde ich gerne noch loswerden. Ich habe mit großem Spaß in den letzten Wochen eine großartige Serie gesehen, und zwar Tabu, die wir sehen können bei Amazon Prime. Entwickelt von Chip und Tom Hardy, Vater und Sohn in diesem Fall, zusammen mit Steven Knight. Eine Serie, die im 19. Jahrhundert im frühen 19. Jahrhundert in London spielt und eine sehr düstere und wie soll man es sagen, auch zwischendurch recht mystische und auch recht gewalttätige Geschichte rund um den Charakter von Tom Hardy, James Delaney zeichnet, der einige Jahre verschwunden war, der für die East Indian Trading Company auf Schiffen unterwegs war, in Afrika im Übrigen war und da offensichtlich in Kontakt mit düsteren Mächten gekommen ist. Und diese nach, ich glaube, ich weiß gar nicht, 13 Jahre war der verschwunden, ich glaube, irgendwie, und kommt zurück und möchte gerne sozusagen das Erbe seines Vaters antreten. Und es wird ihm nicht leicht gemacht von der Company. Ich finde vor allem die Serie hervorragend produziert. Ich habe gelesen, die Kritiken sind insofern hier und da etwas negativ, weil es es sind immer 60-Minuten-Folgen und dann zieht es sich schon zwischendurch ein bisschen. Ich finde nicht. Es hat so eine Deadwood, so ein Deadwood-Charme. Und der hat mir ja sowieso schon gut gefallen. Und Tom Hardy ist immer, den kann man gar nicht langsam genug beobachten, wenn der schauspielert, weil es einfach immer ganz, ganz großartig ist. Ich bin in der Zwischenzeit ein ganz großer Tom Hardy Fan. Es ist düster, es ist zwischendurch ziemlich ziemlich blutig und auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr zwischendurch mal ein Stündchen, man muss die Folgen schon durchgucken, weil
es ist schon ganz schön schräg zwischendurch und das möchte man gerne, glaube ich, komplett sehen. So, und wir, so ein bisschen Game of Thrones Inzest haben wir auch drin. Ja, das, also es gibt auf jeden Fall das eine oder andere auch zwischendurch zu sehen. Wir haben sogar deutsche Beteiligung. Franka Potente spielt mit. Oh ja, stimmt. Ja, sehr in einer sehr abgepackten Rolle quasi. Eine meiner Lieblingsrollen ist die von Tom Holland, der den Chemiker spielt, den ich feier die ganze Zeit. Oh ja. Der Alchemist sozusagen. Ganz genau. Ja. Und natürlich in letzter Zeit ja ganz, ganz großartig gewesen Michael Kelly, der diesen Amerikaner spielt, der auch recht brutal ist. Und kennt man aus House of Cards, ne? Ganz genau. Als den treuen Stark. Exakt. An der Seite von, ja. Und dass Jonathan Pryce, der den Direktor der Company spielt, ein großartiger Schauspieler ist, brauchen wir gar nicht extra erwähnen. Nicht so in den Vordergrund gekommen, aber durchaus auffällig ist die Frau Chaplin, die Schwester von Delaney spielt. Chaplin-Tochter? Nichte? Enkelin? Ona Chaplin, Ona Chaplin. Ich weiß gar nicht, wie der Familien, aber man sieht es ja an, die Verwandtschaft, so viel steht fest. Auch großartig, gefällt mir gut, vor allem ein sehr schräger Charakter insgesamt. Also da geht ihr einiges. Großvater war Charlie Chaplin. Wahrscheinlich, ja, dann ist sie die Enkelin. Wie gesagt, wer Spaß an einem bisschen düsteren, vor allem diesen englischen 19. Jahrhundert vor Industrialisierungscharme hat, von mir eine Empfehlung. Ich habe es wirklich gerne geguckt. Alles ist dreckig. Also ja. Es ist irgendwie immer am Dampfen und im Nebel. Matschig. Und matschig, ja. Matschig. Ja, Blut, Schweiß matschig. Und Matsch. Auf jeden Fall. Davon kriegt man wirklich jede Menge. Und mir hat es auch gut gefallen. Also ich kann es auch wirklich guten Gewissens weiterempfehlen. Und Tom Hardy, ja? Ja, nee, du zuerst. Tom Hardy gefällt mir auch immer gut. Ich mag auch, wie er spielt. Aber ich muss sagen, manchmal ist mir diese sehr ruppige Art so bewusst aufgefallen. Also das hat mich so ein bisschen an Mad Max erinnert, wo bei Mad Max redet er ja auch irgendwie keine drei Sätze und ist immer so... Ja, und das macht er ja da auch. Ja, macht genau, er da genau. Die immer so in Grunzlauten. Ja, genau, das kann er ganz großartig. Das hat er wirklich in dieser Rolle perfektioniert, das Antwort im Grunzen. Und auch sein Gang irgendwie so breit und so ein bisschen die Arme so nach vorne oder zur Seite weg, also als hätte er irgendwie viel zu starke Muskeln. Aber er ist ja, glaube ich, auch so insgesamt kein ganz einfacher Charakter und das lässt er vor der Kamera auch immer raus. Du meinst der Schauspieler? Ja, ja. Ach, okay. Ich kenne ihn nicht. Ich würde ihn gerne kennenlernen, um das zu bestätigen. Aber man kann den Eindruck gewinnen, wenn man ihn in Interviews oder so mal sieht. Ich glaube, da wirkt er aufgesetzter, als wenn er grundlegend im London frühen 19. Jahrhunderts rum. Aber vielleicht tue ich ihm Unrecht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er ist schon sehr präsent, sagen wir es mal so. Na, der kann schon so einen Frame ordentlich füllen, der Gute. Ja, absolut, absolut. Na, also von mir, wie gesagt, eine Empfehlung für Tabu. Hast du die Gelegenheit gehabt, dir was dazu anzugucken, Jan? Außer im Internet, gerade bei Google. Die Serie war bisher ein Tabu für mich. Nein, ich weiß, dass es sie gibt, aber wie das so mit Serien ist momentan, ich gucke Better Call Saul, ich gucke House of Cards, ich gucke Twin Peaks, ich weiß gar nicht, wo ich die noch alle unterkriegen soll. Deswegen nein, muss ich noch passen, aber ist sicherlich noch auf meiner Watchlist, dass ich mir das sicherlich nochmal anschauen werde. Wo ihr gerade sagt Tom Hardy, dann freut ihr euch doch sicherlich, gerade du Henrik, wenn du so ein großer Tom Hardy-Fan bist, aufs nächste Jahr. Da spielt er den Venom. Was sagst du dazu? Ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich freue mich allerdings. Spider-Man Spin-off von Sony. Ja, das könnte. Spin-off, also, okay. Ja, Venom ist ja immer ein Charakter auch aus dem Spider-Man-Universum gewesen. Ja, genau. Nur wird Spider-Man. Der Symbiont. Genau. Also, ob Spider-Man in diesem Film überhaupt auftaucht, ist eher fraglich an der Stelle. Deswegen. Ich glaube, im Moment ist bei mir mehr Excitement darüber, dass offensichtlich die zweite Staffel zu Tabu in Planung und genehmigt ist. Genau, die Story soll wohl über drei Staffeln laufen, habe ich wohl gelesen. Und.
Das ist großartig. Das freut mich auch, weil ich dachte jetzt eigentlich, also ich hatte das auch eher so durchwachsene Rückmeldungen gehört. Ich habe auch gerade irgendwo ein Interview mit Tom Hardy gelesen, dass der sich darüber beklagt hätte, dass es ihm schwer gefallen sei, auch als Produzent da sein Geld wieder zurückzukriegen. Aber es freut mich zu hören, dass es dann doch gut genug gelaufen ist, dass die Geschichte weitergeht. Ja, es ist einfach mittlerweile halt so schwer, weil es so, genau was wir ja gerade gesagt haben, es gibt so viele gute, qualitativ hochwertige Serien, die natürlich einfach mehr Zeit fressen als 90 oder 2 Stunden Film. Ja, ja. Und die Serien werden zwar schon kürzer, auch jetzt Sherlock ist in Deutschland wieder gestartet, da gucke ich nämlich auch gerade wieder. Muss ich auch noch reingucken. Die erste Folge. Deswegen, also es gibt einfach so viel und die Menschen haben halt nur ein begrenztes Kontingent an Zeit. Das ist leider so. Sonst würde ich gerne noch mehr gucken. Deswegen habe ich sogar die letzte Zeit eher mal nochmal einen Film geguckt, weil es einfach nach 2 Stunden vorbei war. Aber trotzdem bleibe ich natürlich den Serien treu. Ja, das nur dazu. Also 8 mal 1 Stunde ist halt auch echt ordentlich. Sind auch mal eben 8 Stunden, ganz genau. Ja, klar. Obwohl das noch eine kurze Serie ist. Gängig ist mittlerweile 10 bis 13 Folgen. Ja. Apropos Serie und 10 bis 13 Folgen, kommt jetzt, passt nicht ganz thematisch hier zu, aber mich würde trotzdem eure Meinung interessieren, weil wir es auch gar nicht explizit hier erwähnt haben. Es kam ja auch vor 2 Wochen der Trailer zu Star Trek Discovery. Ja. Da weiß ich nicht, wenn ihr den Trailer gesehen habt, würde ich gerne mal eure Meinung einhören, weil ich habe im Netz so unterschiedliche Meinungen gehört. Dann schießt mal los, ich bin gespannt. Ja, also ich muss erstmal dazu sagen, ich bin einfach kein Star Trek Fan. Bin ich noch nie gewesen. Ich habe ziemlich alles gesehen, was das, also an Filmen und so, was das Universum geliefert hat. Sonst hätte ich mich jetzt gewundert. Du guckst alle Serien, aber bist kein Fan. Das wäre schon krass. Nein. Das die Einschränkung muss ich geben. Also das heißt aber, dass also da habe ich immer anerkannt, dass das popkulturell so wichtig ist, dass man das schon mal gesehen haben muss. So, dies vorangestellt, fand ich jetzt haut nicht dafür, aber ich fand den ein bisschen billig. Ich fand den Trailer an einigen Stellen so ein bisschen billig. Also ich dachte mir so, okay, das ist das hat mich irgendwie die Qualität vom Bild ein bisschen irritiert, als wäre es einfach nicht nach den Maßstäben produziert, die ich erwarten würde für so eine aufwendige Serie. So, ich glaube, das ist das, was mir am meisten hängen geblieben ist. Ja, ich glaube, also ich will nicht Konzept unterstellen, aber es sieht wie fürs Fernsehen gemacht aus mit der Idee, Optik aus, also die Opulenz aus dem Film mit einer Optik fürs Fernsehen zu kombinieren. Und das ist, glaube ich, das, was wir da gesehen haben. Interessante Meinung. Also ich habe den Netflix, es gibt ja auch 2, muss man dazu gestehen. Einen von CBS Access, wo es ja in Amerika läuft. Und einmal den Netflix-Trailer, der auch musikalisch ganz anders untermalt ist zum Beispiel und auch andere Szenen zu sehen sind. Ich glaube, ich habe den Netflix-Trailer gesehen. Ja, ich. Das war mit, wie hieß die Band? Auf jeden Fall so ein Gesang, so mit Gesang, weil der Unterschied ist bei dem anderen, das war so typische Orchester, nur Musik, ohne Gesang. Mir hat das, die Optik sogar gut gefallen, deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht. Ich habe nicht gesagt, dass ich es schlimm fand. Man darf ja nicht vergessen, es ist eine Serie und hat kein Budget wie ein vollwertiger Kinofilm. Ja. Das ist richtig. Ich möchte kurz auch dazu sagen, dass dadurch, dass ich halt keine starke Meinung zu Star Trek habe, ist das halt auch das Stärkste, was mir dazu aufgefallen ist, weil ich halt ansonsten, was die ganze Storyline angeht und so, einfach da nicht besonders schnell gecatcht wäre. Ja. Und deswegen ist das am meisten im Kopf geblieben. Ich fand halt als Star Trek Fan war da gar nicht viel Star Trek, was mich aber jetzt nicht wirklich hundertprozentig gestört hat, weil das kann mich trotzdem überzeugen. Also es muss jetzt nicht mehr so wie in den 90ern aussehen. Dafür haben wir ja von Seth MacFarlane den Trailer bekommen. The Orb, irgendwas. Diese Parodie im Endeffekt auf Star Trek, die auch, was auch eine Serie wird, lustigerweise. Oh je. Mich hat das eher an Mass Effect erinnert, falls ihr das kennt. Ja. So von der Stimmung, von der Atmo her, mit den Anzügen, mit den Aliens. Also, deswegen, ich lasse mich da positiv überraschen. Ich fand halt nur echt wieder der Shitstorm, oh, das sieht nach Abrams aus. Die Klingonen sehen ja schon wieder anders aus. Ja, so what? Das ist, ja, ist jetzt so. Wir gehen mit der Zeit. Ne? Ja, entspannt euch. Ja, Ende. So. Ja, echt. Also, da reg ich mich eher drauf auf. Und ich bin halt mal gespannt, wie viel noch wirklich drin ist von, wer ist nochmal ausgestiegen und hat dann die andere Serie gemacht? Ich komme halt auf seinen Namen nicht. Bei Star Trek jetzt? Ja, bei Star Trek Discovery.
Producer. Da ist einer, der dann ausgestiegen ist. Du kannst Fragen stellen. Ich habe mal ein bisschen auf euer Wissen gehofft. Ja, das Einzige, was ich noch weiß, ist eine Frage. Und zwar, ob es jetzt tatsächlich dazu kommt, dass wir doch mehr Folgen bekommen als ursprünglich geplant. Weil ich weiß, dass 15, mal 13 ja. geplant waren und dass jetzt doch 15 werden. Da hat doch CBS Geld locker gemacht, oder? Ja. Also, und Jason Isaacs, der spielt ja auch mit, der wurde noch gar nicht gezeigt. Und das Schiff, was man sieht, ist ja gar nicht die, also in dem Trailer, ist ja noch gar nicht die Discovery. Von daher wird das noch ganz spannend. Brian Fuller, ich werde mal gucken, war das? Ja. Brian Fuller, genau, der dann American Gods stattdessen nämlich gemacht hat und vorher Hannibal. Ja. Der war da stark involviert und hat auch damals Deep Space Nine mitgemacht und Voyager. Also hat eine Star Trek-Vergangenheit, hat danach aber trotzdem auch sehr beliebte Serien wie Hannibal oder jetzt American Gods halt gemacht. Und der war da lange mit involviert, ist dann aber im Dezember 2016, genau, ist er aus der Serie ausgestiegen, damit er bei American Gods mehr machen kann. So war die offizielle Begründung. Ob es da noch, weiß man ja nicht, ob es noch kreative Differenzen gab. Aber ich bin mal gespannt, wie viel von seiner Art, wie Hannibal oder American Gods, ob man davon noch was wieder sieht in der Serie. Da sind wir also alle mal gespannt. Ja, sorry, da sind wir jetzt abgeschwurft, aber das wollte ich noch mit einbringen. Nee, ist ja ganz okay. Ich war, ich habe von der ganz so negativen Kritik nicht viel mitbekommen. Ja, vor allem auch Fandom, diese Ultras halt. Dass einige es natürlich wieder doof fanden und so, ist klar, das ist ja immer so. Kann ich aber jetzt für mich, ich war ja früher deutlich mehr Star Trek-Fan, als das dann später der Fall war. Ich freue mich drauf, dass da wieder ein bisschen Leben reinkommt. Ich werde es mir angucken und dann werden wir es sehen. Und das ist ein 1,5-Minuten-Trailer, da kann man da ist noch nicht viel mit los. Und Michelle Yeoh oder Yeoh, wie sie ausgesprochen wird, ist ja auch eine bekannte Schauspielerin, die spielt halt die mit. Die fand ich toll, also die fand ich, hat gut reingepasst. Also der nehme ich den Captain ab. Das fand, ja, vor allem also, so von der Besetzung her schön. Vor allem, sie ist so reif und entschlossen. Sie wird ja sie wird aber, wenn ich das ja richtig verstanden habe, nicht der Captain der Discovery sein. Das ist ja Jason Isaacs, den kennt ihr ja hoffentlich auch noch, aus Harry Potter, der Vater von, wie heißt der Blonde, der Bösewicht, ne? Und so weiter. Also Malfoy. Genau, Malfoy. Der Schauspieler, den finde ich, den sehe ich halt auch mal gerne. So ein typisch englischer Wir werden Bösewicht. Sehen. Also ich weiß auch nicht mehr und ich denke, da haben wir wieder dieses übliche Säbelgerassel, was dann an der Stelle immer irgendwie ist. Müssen wir abwarten, oder? Ja, so sieht's aus. Wo du American Gods angesprochen ja, hast, sehr gut, das, wollte ich auch gerade das, hast du es gesehen, Daniel? Nee, ich wollte fragen, ob ihr es gesehen habt. Ich habe auch schon sehr viel gehört. Ich habe gesehen bis Folge 6 oder 7. Wo sind wir denn? Nein, die kommt ja jeden, glaube ich, jeden Montag, ne? Auch die wird ja nicht, die ist nicht komplett rausgekommen, sondern kommt dann immer folgenweise montags. Okay. Und ich glaube, 6 habe ich gesehen. Alter, ist das ein schräges Zeug. Schräg gut? Schräg schlecht? Ja, ich weiß nicht. Es braucht noch ein bisschen, also es brauchte am Anfang auch ein bisschen aber wie das, es ist ja auch immer, ich sage an dieser Stelle immer, wenn es um Serien geht, sage ich, glaube ich, immer das Gleiche. Es braucht mindestens drei, wenn nicht sogar 4 Folgen, um in Tritt zu kommen. Ich glaube, das ist ist ja schon mal besser als früher. Bei Star Trek Serien waren es immer 3 bis 4 Staffeln. Ja, das war leider wirklich so. Leider. Ah, sehr gut, sehr gut. Und das ist wirklich super, super schräg. Also es passieren wirklich ganz, ganz merkwürdige Dinge. Und auch hier Ian McShane, der den Wednesday spielt, der im Prinzip ja eine der führenden Hauptfiguren ist. Also ganz, ganz großartig zwischendurch, aber auch zwischendurch denkst du, Alter, was ist denn mit euch kaputt? Ist ja auch noch von einer sehr bekannten, also hier von Neil Gaiman, ne, Fantasy, großer Fantasy-Autor, ja, Vorlage. Roman, ja. Roman. Ja. Genau, und der ist ja auch, der hat ja auch ein extrem großes Following. Und ich hab leider noch nichts von ihm selbst gelesen, aber die ganzen Referenzen und wo er überall seine Hände mit dem Spiel hat, auch überall immer mitbekommen. Umso gespannter bin ich halt eben auch da drauf jetzt.
Henrik, könntest du für mich und für die Hörer, die davon noch nie was gehört haben, also ich habe die Serie schon davon gehört und auch einen Trailer gesehen und weiß, da geht es um irgendwelche Götter und natürlich aus Amerika, wo er sonst scheinbar... Ja, und spielt in der Echtzeit. Worum geht es denn grob? Also im Prinzip werden wir eingeführt in die vermeintliche Hauptfigur der ersten Staffel, den Shadow Moon, der wegen eines Bankraubs einige Jahre im Knast gesessen hat und rauskommt. Und dabei, also er kommt raus, weil seine Frau gestorben ist. Er wird früher entlassen als geplant, seine Frau ist tot. Und er gerät dabei so ein bisschen aus der Bahn, kommt raus, ist orientierungslos und trifft dann den Mr. Wednesday. Und der bietet ihm an, für ihn zu arbeiten. Und schon bei dieser Begegnung beginnt es, dass er so ein bisschen schräge Begegnungen hat. Zum Beispiel mit einem Kobold, der Goldmünzen aus allen Taschen zaubern kann, nach dem Klischee. Aber ein saufender, kiffender, schräger Schläger ist, der sich durch die, durch die Kneipenszene so laviert. Er willigt dann irgendwann ein, diesen Job anzunehmen, wird dann also die Begleitung, die ständige Begleitung von dem Mr. Wednesday und auf dem Weg von Mr. Wednesday durch dessen Leben taucht er also immer tiefer in diese Welt rund um Götter, die auf- und absteigen aus verschiedenen Sphären und sich hier niedergelassen haben und stellenweise auch wirklich ganz, 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 ganz dubiose Figuren und Hintergründe haben. Also wirklich, das ist so schräg stellenweise, dass du wirklich Schwierigkeiten hast, das zu erklären, ohne, mir fehlen dann ich weiß nicht, wie ich ein Bild schaffen soll, ohne dann zu viel zu verraten. Also wer auf in der Jetztzeit positioniertes, also wirkliches Fiction steht in diesem Fall mit ganz, ganz schrägen Figuren, der ist, glaube ich, auch bei American Gods gut aufgehoben. Wie gesagt, ich bin ein bisschen zurück jetzt, was die Folgen angeht, aber ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Klingt gut. Ich bin hooked. Also ich will es mir auf jeden Fall auch reinziehen. Ich wollte auch erstmal ein bisschen warten, bis ein paar mehr Folgen da sind, um es dann auch suchten zu können, wenn es mir gefällt. Ja, ich weiß nicht. Kommt, wie gesagt, jeden Montag eine Folge und wir müssten, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber 8, 9 oder so sind es und ich weiß nicht, wie viel es werden sollen. Also ich glaube 8. Ich glaube auch 8. Bin aber nicht sicher. Das ist schon ein guter Start. Also müssten wir eigentlich durch sein mit der ersten Staffel. Ich kann es aber nicht ganz genau sagen. 8, ja. Und die letzte Folge heißt Come to Jesus. Also, ja, genauso wie dieser Titel. Genauso ist die Serie. Hast du Preacher gesehen? Das wäre meine Frage auch noch gewesen. Freuen wir uns auf die nächste Staffel Preacher? Dann überbrücke die Zeit bitte mit American Gods. Also Preacher ist ja nun echt auch so eine schräge Veranstaltung. Ja, auch so genau. Auch noch von der Comic-Vorlage. Exakt. Ja. Und wer Preacher mag und sich jetzt sehr auf die neue Staffel freut, der kann die Zeit wunderbar mit American Gods überbrücken. Okay, das ist gut zu wissen. Ja, also Preacher fand ich auch super abgedreht. Ja. Also dann weißt du ungefähr, wo die Reise hingeht. Krass, okay. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann kommen wir zurück ins Kino. Ein vollgepacktes Programm heute wieder. Ein bunter Strauß an Köstlichkeiten. Ich habe im Kino einen Film gesehen, schon vor 3 Wochen mittlerweile, glaube ich. Aber den wollte ich trotzdem einmal in die Runde werfen zur Diskussion. Zu Deutsch Hau ab, aber in Deutsch hieß er trotzdem auch wie im Englischen Get Out. Ein satirisch-Horror-Mystery-Film mit Comedy-Elementen. Ja, klar. Okay. Aus dem Hause von Jason Blum mit seinem Blumhaus, wo wir schon einige Filme in der letzten Zeit aus der ersten Ecke bekommen haben. Ja, vielleicht ganz grob, worum geht's? Es geht um, jetzt muss ich mal eben den Namen gucken, genau, Chris Washington, der mit seiner Freundin Rose zusammen zu seinen Schwiegereltern fahren will und sie quasi ihren Eltern ihren neuen Freund vorstellen möchte. Und dann kommen die dort wirklich so in eine ländliche Gegend, zu so einem alten Landhaus mehr oder weniger und
Ja, dort wird Chris erstmal auch sehr freundlich angenommen, aber irgendwie wirkt doch alles ein bisschen merkwürdig. Der Gärtner ist natürlich ein Schwarzer, genauso wie die Haushälterin natürlich. Ist auch eine Schwarze. Und natürlich irgendwie verhalten die sich sehr merkwürdig. Also die gucken sehr merkwürdig oder laufen auf einmal auf einen zu und drehen dann auch weg. Und also da wird natürlich dem Chris so nach und nach einiges klar, dass hier irgendwas nicht mit ganz rechten Dingen zur Sache geht, und mehr möchte ich auch nicht verraten. Das ist so ähnlich wie bei typischen M. Night Shyamalan-Filmen. Man möchte auch den, ich sag mal, Twist vorsichtig oder die Idee dahinter nicht jetzt hier direkt spoilern. Aber ja, er wurde sehr hochgehypt. Er war wirklich auch eine Low-Budget-Produktion aus den Staaten und hat dadurch jetzt aber sowas von hingelegt, auch am Box-Office. Und ja, ich war ein bisschen vorab schon halt, hatte ich die Info, ja, das ist so ein richtiger Burner für so Low-Budget. Ich fand ihn dann im Nachhinein doch noch relativ harmlos, muss ich ihr sagen. Hast du ihn gesehen, Daniel? Ich habe ihn gesehen. Ja, klar, es wird auch immer wieder gesagt, ja, der zeigt auch gerade so diesen Alltagsrassismus und will da so irgendwie versteckende Botschaft positionieren. Boah, fand ich jetzt gar nicht so extrem. Klar gibt es da so ein paar Sachen, aber in der Summe war der auch gerade wenn man dann die Idee dahinter sieht, jetzt nicht so überraschend, oder? Also ich fand ihn jetzt nicht so krass kritisierend. Okay, wir kommen jetzt nicht aus Amerika, wir wissen nicht, wie es da so abläuft. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass da wirklich, also Rassismus in Amerika wirklich nochmal ein ganz, ganz anderes Thema ist und ganz anders diskutiert wird und ganz, ganz anders angesehen wird. Und wenn ich überlege, dass es Leute gibt, die ganz fest daran glauben, dass Rassismus überhaupt kein Thema an sich sei, wenn man von so einer Warte auskommt. Ich glaube, dass der Film, also dass der wahrscheinlich auch deswegen in Amerika halt auch so einen großen Erfolg hatte, weil er halt dieses Thema auf so eine Art und Weise angesprochen hat, dass halt auch viele Leute, für die das vielleicht noch eher so ein Trigger-Thema ist, es sich trotzdem irgendwie geben konnten, weil da auch genug andere Elemente drin gewesen sind, weil man auch diesen Horror-Mix drin hatte und weil es halt auch augenzwinkernd und komödiantisch war. Aber ja, also mir hat er auch gut gefallen, aber eben, mit unserem Mindset, glaube ich, kann man auch dieser ganze Rassismus Thematik gar nicht so richtig erfassen, wie sie die Amerikaner erfassen. Ja, das glaube ich dann, okay, das würde ich so unterschreiben. So sehe ich das nämlich auch. Also ich habe da deutlich mehr Kritik noch in dem Bereich erwartet oder gedacht, dass da noch mehr kommt irgendwie, als es dann im Endeffekt war. Aber die Idee alleine, möchte ich hier jetzt nicht spoilern, aber dass man dann explizit gerade auch auf Schwarze geht, ist ja eigentlich schon merkwürdig eigentlich, ne? Wenn man bedenkt, was für einen Gedankengut die Weißen haben müssten. Da. Ja, das stimmt. Also ich finde es witzig, es ist in gewisser Weise, also ist mal ein bisschen übertrieben gesagt, aber so wie so die Fortsetzung dieser alten Blaxploitation-Filme, ne, so aus den 70ern, wo sich auch eine ganze Industrie gebildet hatte, halt von Schwarzen, die für Schwarze Filme gemacht haben und wo halt, ich habe auch einige davon gesehen, zum Beispiel, wie hieß denn ein ganz bekannter, ich glaube, Black Dynamite oder so. Und das sind da Filme, die, also wo du wirklich diese extrem schwarze Perspektive hast und wo die Weißen, wenn sie halt vorkommen, wirklich ganz klar, ganz zweidimensional gezeichnete Bösewichte sind in dem Sinne, ja, oder super, super flache Figuren, also wo du mal so einen krassen Perspektivenwechsel irgendwie hast. Und bei Get Out ist das, also ist zumindest dieser Ansatz, finde ich, halt eben da, dass man halt eben auch irgendwie das total aus seiner Perspektive unsere schwarzen Protagonisten halt sieht und dann halt die ganzen weißen Figuren halt so mal wie umgekehrt so als bisschen Stereotypen Bösewichte oder Weirdos gezeichnet werden. Ja. Was ich natürlich witzig fand, war dann halt, dass der Rassismus dann ja wie anders aufgelöst wird, ja, das ist ja wirklich dann quasi wie so eine Art positiver Rassismus, also in Anführungszeichen positiver Rassismus, also dass sie ja wirklich die Weißen dann halt, die ganzen Schwarzen halt aufgrund derer guten Eigenschaften quasi oder deren im Film infizierten guten Eigenschaften halt so begehrt haben, ja, und haben wollten, und das fand ich ganz witzig, aber ich kann auch total verstehen, wenn du sagst, dass du den Hype nicht so ganz nachvollziehen konntest. Also ich habe da nicht zu viel Erwartungshaltung gehabt. Ich hatte ein Interview vorher gelesen mit dem Filmemacher,
Und war halt eben dann interessiert, weil in dem Interview halt auch so genau dieses Thema halt aufkam, so einerseits Rassismus, andererseits auch, dass es halt ein Genre-Mix ist, dass es irgendwie Horror-Elemente und Komödien-Elemente hat und dass ihnen das auch ganz gut gelingt, was ich auch so weit unterschreiben würde. Und eine interessante Trivia habe ich da gelesen, nämlich, dass die halt auch das Ende umgeschrieben haben. Also es gab eigentlich ursprünglich ein anderes Ende, in dem wieder der... Also wieder so eine Art typische Rassismus-Mechanik greift. Und das fanden dann die Zuschauer zu deprimiert. Da haben sie dann gesagt, nee, das ist, ach, das ist blöd, dass das am Ende dann so negativ endet. Und dann haben sie kurzerhand das Ende umgeschrieben. Und wenn man da gut drauf achtet, das weiß, dann merkt man das auch am Ende. Dass das Ende so ein bisschen, jetzt, wie es jetzt ist im Film, so ein bisschen aufgesetzt ist, ein bisschen, also dass das Happy End so ein bisschen erzwungen wurde und dass es eigentlich alles ein bisschen bewusst von Anfang an eher anders angesetzt war, mit einem etwas düstereren Ausblick, mit einem etwas zynischeren. Ja, hätte man auch machen können. Ja, 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 das dachte ich mir auch. Na, machen sie ein Happy End oder haben sie die Eier und lassen das richtig eskalieren. Interessant zum Film gab es auch da parallel im Internet so eine Challenge, wo genau diese Laufszene auf die Kamera, wo man dann ganz schnell ausweicht. Ja, okay. So durch die sozialen Medien ging das, da hat hier von Bayern München David Alaba zum Beispiel mitgemacht. Also, Ach, witzig. Deswegen, also der Film hat da schon auch gerade PR-technisch, gerade über die sozialen Medien und so weiter, denke ich, viel profitiert. Und wo du gerade sagst, Horrorelemente mit Comedy, das erinnert mich aber stark an den letzten, nee, vorletzten, nicht vor Split, wie hieß der Film denn, mit den Kindern. Ja, die zu den Großeltern in Anführungsstrichen fahren. Das war ja genau die gleiche Idee, ne? So Horrorelemente reinpacken, skurrile Sachen, trotzdem Comedy drin. Also das war genau auch diese Mischung so ein bisschen vom Gefühl her, ne? Natürlich thematisch anders, aber und war glaube ich auch Blumhaus, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Das kann gut sein. Split auf jeden Fall. Split, der danach kam, war nämlich auch Blumhaus. Okay, also könnte ich mir gut, sehr gut vorstellen, weil das auch so ein bisschen der Shyamalan-Karriere, glaube ich, gut entspricht, weil der Arme ja dann auch in so einige Flops gelandet hat und dann wahrscheinlich mittlerweile auch gar nicht mehr andere Möglichkeiten hat, als halt dann bei so eher niedrigeren Budgets zu operieren. Was nicht schlecht sein muss, weil ich wirklich dann, also Split habe ich noch nicht gesehen, aber der ist ja auch gut angekommen, meine ich. Ja. Den Teil vor und den Film vorher fand ich auch gut. Also er hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber den fand ich gut. Und gut, ich war jetzt nie so ein Shyamalan-Hater, muss ich auch dazu sagen, aber ich finde schon, dass er sich ja nochmal auch gesteigert hat und das vielleicht auch gar nicht so schlecht war, dass er dann zum Schluss gezwungen war, wieder mit ein bisschen kleineren Budgets zu operieren. Ja, ich finde auch, er hat die Kurve gekriegt. Also jetzt die letzten Sachen waren wieder deutlich besser und das wird schon. Henrik, jetzt haben wir dich so ein bisschen außen vor genommen. Du, ich habe ihn gar nicht gesehen. Deswegen bin ich auch so ruhig die ganze Zeit und höre mir das an und denke, mal gucken, was ich da wohl verpasst habe. Aber hast du mitbekommen so ein bisschen den Trubel um den Film oder Hype? Nee, nicht oder wie so auch wirklich, um ehrlich zu sein. Das fiel auch so ein bisschen in die Phase, wo ich noch so ein bisschen Medienabstinenz hatte. Ich habe zwischendurch, wurde es mal so hochgespült, habe dann aber nicht so intensiv drauf geguckt, deswegen ist es ein ganz kleines bisschen an mir vorbeigerutscht. Hat übrigens 4,5 Millionen gekostet, der Film. Und hat fast 250 Millionen Dollar eingenommen weltweit. Ja, das würde sich so Disney... Blair Witch Project Dimension. Ja, ja, kann man es machen, ne? Ja. Kann man mal machen, ja. Ist auf jeden Fall mal ein ordentlicher Return of Invest. Ja, das ist ja bei Blumhouse da ja auch Teil des Geschäftsmodells. Ist sogar der erfolgreichste, wenn man mal, ich gucke mir gerade die Charts nur von Blumhouse Productions an, Get Out auf Platz 1 mit 175, also jetzt US ist das nur, Split auf Platz 2, dann kommen die Paranormal Activity 1, 3, 2, Insidious, The Purge, ist auch von den Jungs, The Visit hieß er. The Visit. Ah ja, stimmt. Genau. Ja, das ist krass. Also ich meine, man kann wirklich jetzt sagen, okay, das sind Low-Budget-Produktionen hier und da, nur auf Horror geprimed und so weiter und so fort. Aber was man dann halt auch auf der anderen Seite sehen muss, ist, also so wie ich das gelesen habe, ist der super strikt. Also es geht nicht, dass du ankommst als Regisseur und sagst, hier, ich brauche ein bisschen mehr Geld, weil die Vision hat Überhand genommen. No way. Also es ist einfach, du bleibst in deinem Budget und so sieht's aus.
Aber dafür hast du dann auch ultimative Kontrolle. Also du hast das Budget und du kannst dich als Regisseur halt eben auch wirklich austoben. Und da, das kann natürlich dann auch zu solchen Blüten führen, wie jetzt auch hier der Get Out. Weil ich glaube, der Regisseur, der den gemacht hat, ist auch ziemlich jung. Ich weiß nicht, ob es jetzt sein Debüt gewesen ist, aber einer seiner ersten Filme. Und hat ihm alle Freiheiten bekommen, die er wollte. Ja, Jordan Peele, ich glaube, der macht auch Comedy in Amerika, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also der, ist auch, der kommt so ein bisschen aus dem Comedy-Bereich. Ja. Also höre ich da ein bisschen raus, du hast dich auch schon mal bei Blumhouse gemeldet und hast gesagt, hier... Schön wär's. Ich hab da mal eine Idee, ja. Also wäre gar nicht undenkbar. Nö. Tatsächlich nö. Da mal anzuklopfen. Genre-technisch wird das ja sogar in die Richtung, könntest du dir doch wahrscheinlich vorstellen. Das auf jeden Fall. Also es ist, mir ist auch dieses Mindset sehr sympathisch, muss ich sagen. Zu sagen, okay, man hat halt von Anfang an ein Budget und mit dem muss man halt auskommen. Ich kenne es gar nicht anders. Also mit allem, was ich bisher gemacht habe, ich hätte gar nicht gehabt, zu wem ich gehen könnte, um zu sagen, hey Leute, ich brauche jetzt einfach mehr Budget, weil wir jetzt hier over budget sind, sozusagen. Ja. Das muss dann irgendwie alles immer, wenn überhaupt, aus der eigenen Tasche dann vorgeschossen werden. Und insofern, 4,5 Millionen ist für so einen Indie-Filmmacher wie mich auch schon ein Megabudget. Also es wäre wär vollkommen okay. Sagen hey, so. Und auch ein Split hat nur 9 Millionen gekostet und hat 280 fast eingespielt. Also Blumhouse macht das explizit genau aus dem Grund ja so. Über die Paranormal-Activity-Filme müssen wir gar nicht sprechen. Die haben auch nichts gekostet. Und The Visit hat auch nur 5 Millionen gekostet. Also, ja, das ist krass. Und ich meine, bei diesen Budgets kannst du es dir halt auch leisten, ein bisschen experimentell zu sein, in Anführungszeichen. Also du kannst es dir leisten, einen Regisseur hinzusetzen und dem freie Hand zu lassen, ja, solange du halt einfach denkst, gut, der wird schon wissen, was er tut, aber selbst wenn es dann halt nicht der erwünschte Erfolg ist, bringt das deine Produktionsfirma nicht in den Bankrott, ja, wenn du halt mal so ein 5-Millionen-Projekt in den Sand setzt und gleichzeitig irgendwie noch ein paar andere Blockbuster da hast, mit denen du das quer verrechnen kannst. Ja, und selbst 5 Millionen kriegst du ja selbst meistens mit dem, in Anführungsstrichen vorsichtig ausgedrückt, fast mit dem größten Schund schon irgendwie noch rein, ne? Ja, also wenn du erstmal in die Kinos kommst, also in Großamerika verteilt, in 3000 Seele etc., ne? Dann geht das schon. Total, was ich gerade vor kurzem nochmal gesehen habe, also auch kurz off-topic, aber The Jinx, der Unglücksbringer, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, supergeile True-Crime-Doku, habe ich gerade gestern nochmal meiner Schwester gezeigt und da habe ich gesehen, ist auch Jason Blumhouse Mitproduzent. Es ist krass, also wo er da einfach seine Hände mit dem Spiel hat. Ja, und das ist wirklich eine Serie, wo die ja aus gewissen Gründen, die in der Story passieren, regelrecht Fernsehgeschichte ist. Ja. Also weil da ja wirklich etwas passiert dann auch mit den Protagonisten, was einfach super, super krass ist. Das war die Geschichte hier mit Robert Durst, ne? Genau, mit Robert Durst. HBO-Serie. Das Leben und die Tode des Robert Durst, also eines Millionärs, eines Immobilienmillionärs aus New York, der in sehr verdächtigem Zusammenhang mit 3 Morden steht und auch mehrere Gerichtsverhandlungen überstanden hat, quasi. Und dann wollte er von sich aus ein Interview führen nach all diesen Gerichtsverhandlungen, um so seine Version der Ereignisse darzulegen. Und daraus hat sich eine super spannende, ich glaube, 6-teilige Doku-Serie ergeben, die dann wirklich zum Schluss mit so einem krassen Real-Life-Plot-Twist aufwartet. Boah, also ich kann es jedem empfehlen, der sie noch nicht gesehen hat. Das ist auch nochmal ein super Tipp, ja. Danke, danke. Also ich hatte es immer auf dem Schirm, bin aber noch nicht dazu gekommen. Ich weiß aber, was ich da verpasst habe, in Anführungsstrichen. Unbedingt. Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen der geistige Vorgänger von Making a Murderer, die Serie, die auch in Netflix sehr steil gegangen ist. Ja, die sich auch kam da auch oft durcheinander mit den beiden Sachen. Also da die kamen ja auch relativ zeitnah nah beieinander. Deswegen, da kam man schnell mal durcheinander. Plötzlich war da Making a Murderer auf Netflix und parallel das Jinx, genau. Ja, also, ja, genau. Deswegen, also man merkt auch Parallelen und The Jinx ist, ich finde, dem Film muss man, oder der Serie muss man auch nochmal diesen Pionierbonus geben. Vielleicht gab es auch etwas Vergleichbares noch vorne dran, aber für mich war das zum ersten Mal, wo ich diese Art von Geschichte, diese Crime, wie soll man es nennen, also Crime, Krimi, Doku, also auf einem richtig gehobenen, spannenden Level halt erzählt bekommen hat. Super, also auch mit nachgedrehten, nachgestellten Szenen, super geile Bilder, sehr intensiv. Ja. Ja, genau. Und das war jetzt Doku, also Crime. Mich interessiert auch tierisch noch The People vs. O.J. Simpson, was ja auch jetzt noch parallel rauskam.
Was ja aber dann wiederum eine richtige Serie ist mit Schauspielern, David Schwimmer, Cuba Gooding Jr. und so weiter. Genau, in American Crime heißt der Obertitel und dann hat jede Staffel seinen ihre eigene Story. Und die erste Staffel ist dann die Geschichte von dem berüchtigten O.J. Simpson Gerichtsverfahren. Berüchtigt. Ja, und der berüchtigte O.J. Simpson. Mein Problem ist bei der Geschichte mal mit O.J. Simpson, wahrscheinlich ist es bei euch ähnlich, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht der US-Sportfan, aber ich liebe die nackte Kanone-Filme. Und O.J. Simpson spielt da so sympathisch. Ja, er spielt da so einen sympathischen Trottel. Und dann ist es immer schwer vorstellbar, ihn wirklich, ne, wenn man dann bedenkt, was der Mann wirklich gemacht hat, wenn man ihn nur daraus kennt. Ganz ähnlich wie mit Bill Cosby, ne? Das ist ein ganz anderes Fass, was wir jetzt hier auch machen. Aber total. Also es ist, das läuft ja jetzt noch, aber warte mal ab. American Crime Story wird ja noch ein paar Staffeln haben und dann irgendwann kommt Cosby dabei. Ja, es ist nicht unwahrscheinlich, sagen wir so. Es ist nicht unwahrscheinlich. Schlimm ist das, um es mal zusammenzufassen. Ja. Gut, also das war mein Get Out plus ein bisschen ein Exposé in die, auch in dem Fall wieder in Crime-Serien. Da haben wir ja nur eine Stunde 20 gebraucht, um über die Review hinauszukommen. Wir haben ein Spitzenkonzept. Ich habe zwar vorher schon mal kurz erwähnt, ich habe in meinem Review-Part auch noch Twin Peaks. Die Serie werden wir sicherlich, wenn die Staffel durch ist, noch mal ein bisschen genau beleuchten. In der nächsten Folge holst noch mal. Du denn, Henrik, hast du die ersten zwei Staffeln gesehen? Ja, aber das ist gefühlt 20 Jahre her. Könnte sein. Ja. 25 Jahre. 25 sogar. In den Staaten, aber es kann gut sein, dass vor 20 Jahren das auf ZDF lief. Also ist mit Sicherheit so lange her und ich muss da nochmal irgendwie mal gucken, wie ich da das auch nochmal rekonstruieren kann. Streamt das keiner? Ich weiß es jetzt gar nicht. Oder vielleicht spülst du das jetzt wieder hoch, wenn das neu kommt. Ja, sonst. Das ist bestimmt schwierig wegen der Rechtelage, oder? Nach so langer Zeit. Ich weiß es nicht. Bei Streaming, bei so alten Serien, dauert es immer ein bisschen, bis da jemand gefunden ist, der da eigentlich irgendwie dürfte, aber nicht will und dann nicht kann. Ja, das stimmt. Und dann stellen sie fest, jetzt wollen sie dann doch richtig Geld haben. Und dann scheitert es ja meistens an solchen Sachen. Du kannst auf jeden Fall auf Amazon die zwei Staffeln auch gucken. Ja, dann mache ich das. Ja. Na, dann sollten wir in der nächsten Folge uns nochmal dann ausführlich Twin Peaks. Ist auch in der Flatrate mit drin, also dann müsste so guckbar sein, ne? Nee, dann gucke ich das da und dann die aktuellen Sachen. Genau, ich habe, wie ich vorhin sagte, ich habe die ersten vier Folgen gesehen und wo wir so ein geiles Konzept haben. Wer Twin Peaks, also ich möchte trotzdem jeden warnen, wer noch nie Twin Peaks gesehen hat und auch keine David Lynch-Filme kennt, ich glaube, das ist sollte es lassen. Oder einfach nur mal in die dritte Folge die ersten 20 Minuten angucken, danach guck das sich nie wieder an. Das ist echt. Ich bin auch irre gespannt. Also ich werd mir auf jeden Fall auch die zwei Staffeln nochmal anschauen, so als kleinen Appetizer dann auch reingehen. Ich habe genau das Gleiche gehört, dass die neuen Folgen halt düsterer sind, fast noch mehr Lynch-esque sozusagen. Ja, also vielleicht eher so Richtung Lost Highway, Mulholland Drive und vielleicht sogar Inland Empire, was ja dann total overboard gegangen ist. Vielleicht habt ihr den gesehen, Inland Empire? Also auch so, also super. Fand ich David Lynch fast schon ein bisschen über sich selbst, über seinen eigenen Kopf hinausgewachsen. Aber sehr, sehr, sehr düster und ich bin ja gespannt, inwiefern da Twin Peaks halt auch den alten Charme zumindest mal partiell vielleicht auch in den späteren Folgen noch aufgreifen kann oder inwiefern wir wirklich jetzt so total in einer super düsteren Welt gefangen sind. Er spielt auch wieder selber mit, das vielleicht als Random Fact auch wieder. Als schwerhöriger FBI-Agent. Selbstverständlich, oder? Klar, natürlich, die Rolle wieder. Ja, anschauen. Wir reden ausführlich mal drüber, wenn die Staffel durch ist. Folge machen wir da mal. Nee, nächste noch nicht. Nee, dauert ja noch eine Weile. Es kam jetzt die vier Folgen in Doppelfolge und es wird ja sogar 18 Stück geben. Ja, okay, dann reden wir. Es müssen noch drei Monate dauern. Weile, dann werden wir, jetzt kommen nur noch Einzelfolgen. Ja. Dann, wenn es durch ist, machen wir das. Genau. Sehr gut, sehr gut. Okay, gut, dann das habe ich so ein bisschen ausgekoppelt aus dem Review-Bereich, denn wir haben alle zusammen ja auch noch einen Film, also nicht zusammen, aber wir haben ihn alle gesehen, einen Film, der als Fortsetzung zu einem Film oder als Prequel zu einem anderen Film gezählt wird, der irgendwo dazwischen spielt es ist natürlich die Rede von Alien Covenant. Korrekt, so ist es. So ist es.
dem Prometheus-Nachfolger. Vielleicht zum Einstieg eure Meinung. Ich glaube, Henriks weiß ich noch grob. Ich glaube, wir waren ungefähr auf einem Nenner. Ich mochte Prometheus. Ja, die Charaktere waren zum Teil strohdoof. Das haben wir aber jetzt auch wieder. Hat sich nicht aber ich mochte die Inszenierung, die Optik und halt aber auch so die Story. Ich war einfach neugierig, wie es weitergeht. Und das war für mich auch einer der Punkte, warum ich unbedingt Alien Covenant sehen wollte und gehofft habe, dass er nicht zu viel von Prometheus dort rausnimmt, vielleicht Prometheus sogar fast ignoriert und einfach nur einen Alien-Film macht. Nee, hat er nicht gemacht. Und insgesamt, glaube ich, hat er auch, ja, ganz, oh, das ist das, was ich jetzt gesagt habe, wäre größer gewesen, als es tatsächlich gemeint ist. Prometheus tatsächlich ein kleines bisschen besser gemacht. Und wir können jetzt auch ruhig ein bisschen, also für alle, die hören, wenn ihr den nicht, genau, ein bisschen spoilern, werden wir ruhig jetzt schon ein bisschen tiefer reingehen. Spoilern ja eh. Ja, wobei wir bei den vorigen Filmen eigentlich relativ human waren, glaube ich, so mit den Spoilern. Ich habe Get Out nicht gespoilert. Aber ich glaube in Pirates haben wir auch nicht gespoilert. Naja, ist egal. Egal. Das wir haben auch ein super Konzept. Bei Pirates spielt es eh keine Rolle. Wir haben ein Konzept. Ja. Ist doch egal. Ja, meine Meinung. Genau, also wenn du willst, tauch auf. Vielleicht auch zu Prometheus noch oder generell zum Alien-Franchise. Ja, genau, wie gerne, gehst du zu dem gesamten Thema? Also ich liebe Alien, ich liebe das Design, von H.R. Giger. Einfach wirklich der Inbegriff des furchteinflößenden Monsters, fast so das Äquivalent zur, also unter den Monstern, im ganzen Monster-Universum ist das Alien so das, was die Spinne im Tierreich ist. Also ich finde so der Inbegriff des angsteinflößenden Monsters, Aliens eben. Ja, sagt der Name ja auch schon, also der Xenomorph, wirklich tolles Ding. Ja, und auch der Facehugger, ne? Wenn wir bei Spinnen sind. Ja, genau. Und überhaupt auch die, im Endeffekt auch diese ja, perverse sexuelle Konnotation, die im Endeffekt auch immer in den Designs mitgeschwungen ist, was natürlich auch so ein bisschen dem Designer H.R. Giger geschuldet ist, der übrigens ein tolles Museum hat in der Schweiz, wo ich mehrmals drin gewesen bin, also dessen ganze Arbeit fühlt sich ein bisschen so, also ist sehr stark, fühlt sich so an wie das Alien-Design, kann ich nur sagen. Und aber auch immer mit so einem gewissen, ja, sexuellen, perversen Unterton. Und ich meine auch der Facehugger, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber jedenfalls sind das wirklich tolle Designs und die Atmosphäre, die Ridley Scott mit dem ersten Teil vorgegeben hat, war super. Ich habe es eben mir schon mal gesagt, Alien 2 hat mir riesen gut gefallen. Alien 3 ist ein Film, ist ja so ein bisschen der auch der Tenor, dass er ziemlich katastrophal ist, was allerdings auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass halt die Produktionsbedingungen auch katastrophal waren, was dann auch den Regisseur David Fincher so im Nachhinein auch wieder ein bisschen entlastet hat, als das rausgekommen ist, dass wirklich auch die Produktion dann so ein totaler Freiflug irgendwie gewesen ist oder freier Fall gewesen ist. Also, ja, und da ich mochte zwar den Look, ich mochte die Ästhetik so von allem, aber ich bin halt auch mit der Story nicht warm geworden und ich habe den Film halt sehr übel genommen, dass er im Endeffekt halt so auf das Ende von Alien 2 dann geschissen hat. Alien 4 von Jean-Pierre Jeunet war ein Film, ja, der mich jetzt nicht aufgeregt hat, aber der jetzt auch keinen besonders starken Einfluss hinterlassen hat. Ich fand es im Nachhinein halt witzig, dann halt so Figuren, also viele Schauspieler wiederzuerkennen, die ich eigentlich so aus Jean-Pierre Jeunet-Filmen wie Die wunderbare Welt der Amelie und sowas gekannt habe. Plus Ron Perlman, den ich damals zu dem Zeitpunkt gar nicht als eigenständige Figur auf dem Schirm hatte, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Dann viel später so, ach, stimmt ja, da hat ja auch Ron Perlman mitgespielt. Ja, und dann, das war Alien 4, richtig, und dann war eine lange, lange Pause und dann kam Prometheus und nee, leider bin ich mit Prometheus gar nicht warm geworden. Spaceballs gab's noch. Spaceballs! Hello my lady! Hello my shining star! Ja, genau. Stimmt, in der Tat, auch mit John Hurt in seiner Rolle als dann der Wirt. Richtig, aber ja, mit Prometheus, also im Endeffekt all die Sachen, die ihr eben angesprochen habt, die sind mir auch aufgefallen, aber halt, die habe ich dem Film sehr viel übler genommen. Für mich war es halt so, ich bin mit einem guten Freund reingegangen, wir teilen noch so ziemlich unseren gleichen Filmgeschmack und das ist ein schlechtes Zeichen, wenn du in einem Film, in einem Kino sitzt und weißt du, du hast diesen riesigen Screen vor dir, du hast diese Soundeffekte, du bist also eigentlich voll drin in der Welt und trotzdem findest du Zeit, irgendwie deinen Kollegen anzugucken und dein Kollege findet Zeit, dich anzugucken und ihr tauscht euch irgendwie verständnislose Blicke aus und seid euch während dem Film live einig, dass da gerade irgendwie Bullshit am Entstehen ist. Und das war halt genau der Fall bei Prometheus. Und ich konnte einfach, wie soll ich sagen, ich konnte meine Suspension of Disbelief
hat nicht funktioniert. Ich konnte nicht meinen Zweifel ablegen, weil mich einfach zu viele Sachen in der Story gestört haben, zu viele Handlungen von den Charakteren gestört haben. Und schlussendlich war ich dann halt auch, gehöre ich auch zu der Fraktion von Leuten, die dann sehr enttäuscht waren, dass wir so wenig von Aliens eigentlich gesehen haben in dem Film. Gut, er heißt auch nicht Alien, er ist Prometheus, das muss man der Fairness halber dazu sagen. Aber ich hätte mir dann doch ein bisschen mehr von dem Flair erwartet und konnte es nicht so ganz verstehen, warum es jetzt so wichtig ist, dass, also die Entstehungsgeschichte der Aliens auf diese Weise zu erzählen und unter diesem Fokus halt zu erzählen, irgendwie halt ganz weggehen von den Wesen selbst und halt eben dann die ganze Geschichte, also Thema Schöpfung, Thema die Konstrukteure oder the Engineers, die uns Menschen halt erschaffen haben und dann irgendwie gleichzeitig auch in irgendeine merkwürdige Vorstufe von Aliens. Und da kommen wir schon rein. Also es ist einfach, es hat mich total verwirrt. Also ich hab viele Videos gesehen, viele Fragen gelesen, die ich halt auch mir selbst nicht beantworten konnte und die auch die Autoren sich nicht beantworten konnten, die halt der Film aufgeworfen hat. Und Alien Covenant fand ich dann besser. Also Alien Covenant hat mir auf jeden Fall besser gefallen als Prometheus. Vielleicht auch deswegen, weil wir halt wirklich wieder ein bisschen mehr von Aliens zu Gesicht bekommen haben. Aber mich hat ein bisschen auch hier wieder diese Obsession auf den Androiden ein bisschen irritiert und gestört, würde ich, ja, vielleicht auch gestört. Also einfach, dass, ich meine, Michael Fassbender hat in beiden Filmen eine tolle Rolle abgeliefert, einen super guten Androiden, habe ich ihm total abgenommen, hat, finde ich, das Legacy, das Erbe von hier Lance Henriksen, dem alten Androiden, wunderbar fortgeführt, aber ich hatte das Gefühl, dass der Film sich ein bisschen zu sehr darin verliebt hat, dass er halt so toll spielt und dass er eine tolle Figur ist. Das war eine Fassbender-Show, oder? Also der Captain ist überhaupt keine Rede wert, das war ein Weichei. Die gute, meiner Meinung nach gute Naomi Rapace haben sie komplett weggelassen, leider. Verstehe ich nicht, hätte man doch gar nicht rausschneiden müssen. Ja, und sie haben ja auch versucht, eine Kopie zu bauen. Ja, aber die war nicht. In den letzten, also eine Ripley. Eine Ripley Terraforming-Kopie am Ende nochmal in den letzten, im Showdown, auch nochmal tatsächlich das als Referenz sozusagen zu Motiven aus alten Zeiten sozusagen aufzubauen. Der schlimmste der neuen Charaktere ist der Kapitän für mich, der ein Dussel ist. Also völlig sinnentleert, aber wirklich richtig in Gang kommt ja keiner. Ja, man hätte Naomi Rapace doch gar nicht sterben lassen sollen. Die hätte man ruhig überleben, als Gefangene ruhig von ihm, ihm da lassen sollen. Ja. Und sie hätte dann später nach dem Motto, oh, ich wurde endlich, bin jetzt gerettet, und dann halt eingefroren wird und dann merkt, ey, das ist der Falsche. Genau. So hätte ich es gemacht. Ja, aber hätte man durchaus machen können. Ja, dann hätte man wenigstens einen Hauptcharakter weiter mit dabei, weil die fand ich immer noch, gerade auch die fand ich deutlich stärker als, ich sag mal jetzt, der weibliche Hauptdarsteller in diesem Teil. Ja. Und die hätte ich deutlich lieber weiter gesehen als alles andere. Ja, das stimmt, das verstehe ich auch nicht so ganz, warum man dann, warum man das aufgebaut hat in Prometheus und dann gleich wieder hat bleiben lassen. Der ganze Film Covenant hat sich natürlich wirklich, du hast es ja auch eben schon gesagt, so hat von der Struktur her stark angelehnt, ne? Und auch gerade an Alien 1. Also ich finde so die grundsätzliche Struktur, Crew fliegt, Crew bekommt ein Notsignal von dem Planeten, landet auf dem Planeten, geht auf den Planeten, wird infiziert auf dem Planeten, kehrt zurück auf das Raumschiff, im Raumschiff dann nochmal Horrorshow. Ist natürlich. Aber auch hier wieder eine der dämlichsten und unsinnigsten Hinführungen. Ich meine jetzt mal im Ernst, wer glaubt denn, dass dieser Zufall von diesem, was war das, dieser Protonensturm? Ach so, ernsthaft, genau an der Stelle, wo die Sendeleistung dann noch reicht, dass die diese verschwommene Geschichte von wegen Notsignal, was ja sich nicht wirklich als Notsignal angefühlt hat, sondern Kollegin singt entspannt ins Mikrofon. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich hab's nicht geglaubt. Ich bin so oft, und das ist auch meine größte Kritik, es sieht ja auch toll aus zwischendurch. Ja. Nein, die Szenen mit dem Anflug auf dem Planeten über das Wasser und wirklich großartig, so eine Mischung aus den Überwasserflugszenen aus Star Wars und so eine Stimmung, wie wir sie in, sag mal schnell, in den Flugszenen in, ich komme gleich drauf, egal, worauf ich hinaus will, wo wir gerade jemanden haben, der sich mit der Regie und vor allem auch mit der Komposition auskennt. Meine größte Kritik und was mich wirklich, wirklich, wirklich geärgert hat, ist,
warum muss er sowohl im Buch als auch im Schnitt einen so fürchterlichen Dreiakter produzieren, dass du bei jedem Aktende komplett aus dem Film fällst. Ich habe Exposition, Puff, ne, diese ganze Geschichte mit diesem komischen Ionensturm, ich bin raus aus dem Film. Dann Konfrontation, am Ende, Puff, diese Auflösung, ich bin wieder raus aus dem Film. Und dann am Ende dieser doch zu kurze Showdown, also quasi Auflösung am Ende mit diesem auch nochmal sehr seltsamen Kampf und die Feststellung ist der falsche, mit diesen Baumaschinen am Ende, die ja dann wieder so eine Ripley-Analogie waren, im Großen und Ganzen. Also wir schmeißen einfach den Alien aus einem Shot, haben wir ja nun auch schon dreimal gesehen. Dritter Akt zu Ende und ich habe jedes Mal, wie geht, oh, guck mal, ein neuer Film. So, ganz, 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 ganz fürchterlich für mich. Ja, das ist eine spannende Frage. Wo war mal ein Regisseur? Ich kann dir keine einfache Antwort darauf geben. Ich kann nur eine indirekte Antwort auf diese Frage geben. Und dies in Verbindung mit einer Theorie, die ich habe. Keine besonders schöne Theorie, auch kein schöner Ausblick für mich persönlich als Regisseur, aber meine Theorie ist halt, dass Regisseure im Alter nicht unbedingt besser werden. das ist tatsächlich so. Also ich habe das länger beobachtet und so mir alle verschiedenen Regisseure angeguckt und ich habe halt festgestellt, dass einige Regisseure, nachdem sie halt eben einfach mal so einen Peak, 5 Jahre, Peak 10 Jahre hatten, halt danach wirklich nicht mehr wirklich irgendwie, ich weiß auch nicht, den gleichen Hunger haben. Vielleicht man hat den Erfolg gehabt, man hat halt eben nicht mehr so sehr den Drang, sich zu beweisen. Man ist vielleicht auch mehr, dadurch, dass man so erfolgreich ist und mehr Budget hat, ist man mehr von Ja-Sagern umgeben, die einem weniger Paroli bieten. Also das heißt, es ist einfach bequemer, es wird einfach der ganze Prozess, der ganze Filmemacherprozess, der eigentlich sehr anstrengend ist, eine fürchterliche Qual mitunter sein kann, wird natürlich viel, viel bequemer. Und ich habe die Theorie, dass manche Regisseure da halt einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr so richtig diesen Biss haben. Ich meine, auch gerade bei Ridley Scott zum Beispiel frage ich mich eben auch, warum er erst so lange jetzt, also wirklich 20 Jahre, kann man sagen, sich mit Blade Runner und mit Alien, mit seinen zwei größten Erfolgen, möchte man sagen, überhaupt nicht beschäftigt und dann so im fortgeschrittenen Alter denkt er sich, ach, und auch in sehr naher Zeit beieinander, denkt er sich, ach komm, diese alten schönen Sachen kann ich ja irgendwie noch mal wiederbeleben. Ja? Und ich will damit nicht sagen, dass die Regisseure dann wirklich dediziert schlechte Filme rausbringen, aber das halt einfach irgendwie wie so ein bisschen der letzte Kick fehlt einfach. Der Hunger ist einfach weg. Parallel zu George Lucas. Ja, also wie gesagt, das war, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist wie mir, vielleicht weil ich es dann an der Stelle irgendwie, ist ja so wie wenn man einmal was gesehen hat, kann man nicht wieder weggucken, ne? So wie früher Laufstreifen im Kino, ne? Ja. Wenn du sie einmal gesehen hast, musst du halt hingucken und in dem Moment, natürlich werden auch wieder Kritiker sagen, natürlich gehört der Fünfakter nicht ins Kino und natürlich hat er seine Hausaufgaben gemacht, dafür ist er Regisseur, dafür macht man die klassische Erzählstruktur, aber dann lasse ich sie wenigstens so gut verschwimmen, dass der Kenner sieht, wo die Akte wechseln und der Laie eben sich freut, dass das so eine schöne durchgängige Geschichte ist. Vielleicht bin ich auch zu verkopft, was solche Sachen angeht, kann ja durchaus sein, ich habe keine Ahnung, aber mich hat es wirklich, wirklich böse gestört. Ich kann da nur eine Parallelgeschichte zu erzählen, ganz kurz. Das gleiche ist mir bei Steven Spielbergs War Horse aufgefallen, den ich tatsächlich gesehen habe. Was mir da aufgefallen ist, jetzt nicht in der Struktur, aber da sind mir halt aufgefallen, okay, hier drückt Spielberg gerade den Emotion-Trigger. Hier sollen wir irgendwie gerade irgendwie uns freuen oder hier sollen wir glücklich sein. Das war für mich sehr, sehr, sehr transparent und sehr, sehr lustlos gestrickt. Also einfach so, als würde man halt einen Routinier dabei beobachten, wie er halt da seine Routine abspult. Und, aus dem Buch raus inszeniert. Ja, also genau, einfach so ein bisschen nach Strukturen, die man kennt. Vielleicht
böse gesagt zynisch, dass man einfach sagt, ja, ja, das, so will das Publikum das, und wer, also es gibt eh keinen mehr, der mir da Paroli bieten könnte, weil ich bin über jeden Zweifel erhaben. Ja, das ist schon eine schwierige Position, wenn du halt wirklich keinen mehr hast, der da auch mal so ein bisschen, das frage ich mich oft bei Filmen. Ich frage mich oft bei Filmen, wie konnte dieser Film von A bis Z durch alle Stadien irgendwie durchkommen, ohne dass mal einer gesagt hat, Moment Leute, was wir hier machen, ist Bullshit. Das ist auch so ein großes Mysterium, was ich mir nicht anders erklären kann, als dass es eben halt gewisse Leute dann in gewissen Positionen gibt, denen man einfach dann nicht mehr halt auch sagen kann, wenn es sich vielleicht ein bisschen fake anfühlt und ein bisschen konstruiert anfühlt oder wie auch immer. Ja, und ich habe ja immer noch so ein bisschen die Theorie, ich habe mal versucht, mich da ein bisschen reinzuversetzen in ihn. Ihr sagt ja schon, der Mann ist schon ein bisschen älter. Sein jüngerer Bruder ist verstorben. Mhm. Er weiß sicherlich, dass die Zeit so langsam irgendwann mal notgedrungen zu Ende geht. Und wenn man sich dann die Themen auch jetzt anschaut bei Alien, ja, stimmt. Ja. Mit Unsterblichkeit, mit Schöpfung, ja, Schöpfung ja. Gott, also mich hat das immer doch, und auch wenn man dann bei Blade Runner weiterguckt, auch das Thema geht genau in die gleiche Richtung. Und da gibt es ja auch eine Verbindung zwischen diesem Universum, inoffiziell, offiziell nicht, weil es verschiedene Studios im Hintergrund sind, aber inoffiziell sagt man ja, Blade Runner spielt im gleichen Universum, spielt einfach davor, und es gibt ja auch so ein paar Easter Eggs, es gibt die Wayland-Gruppe und dieser Gruppe bei Blade Runner, wo es auch in den Filmen schon so leichte Anspielungen oder irgendwelche Fotos, Bilder, genau, so selbst die Panels, ich glaube die Computerbildschirme aus dem 80er Blade Runner sehen sogar zum Teil identisch aus. Ach, ja. Da hat hier der liebe Marco, der bei uns ja auch schon mal zu Gast war, hat da extra mal auf YouTube so ein Vergleichsvideo und so rausgebracht, um halt mal diese Ähnlichkeiten und Zusammenhänge zu zeigen. Also deswegen, das passt schon. Und es sind halt auch Androiden, ne? Also die, das ist... Ja, wie gesagt, Idee. Wir haben ja jetzt auch nur... Ich will damit auch die schöpferische Kraft und so weiter, ich meine, wie alt ist der Mann? 70? Ne? So, keine Ahnung. Will ich damit ja gar nicht in Frage stellen. Nur, und vielleicht hat er sich ja sogar was dabei gedacht. Es ging ja nur um meinen persönlichen Eindruck, der mich einfach beim, weil ich den Film ja jetzt nicht so fürchterlich schlecht fand. Ich fand es ja ganz okay anzusehen und so. Wie gesagt, es sind ein paar Dinge dabei, die einen durchaus ärgern können. Vor allem diese gesamte Charakterzeichnung, die ja nun echt lahm ist. Ja. So, aber es hat mich halt rausgeworfen. Und wenn mich was ärgert, dann müssen wir an der Stelle drüber reden. Dann musst du drüber reden. Ja, das ist dann so. Bei dem Film hat er halt aber auch halt alles selber mit zu verantworten. Zum Beispiel, nehmen wir dem Beispiel der Marsianer, hat er Regie geführt und nur Regie geführt. Ja. Das hat funktioniert. Also Regie führen kann der Mann. Und er bringt ohne Zweifel den Stoff, den er dann bekommt, auch super zur Geltung. Ja, da gibt es überhaupt gar keine... Aber lass ihn selber was machen, dann... Ja, wenn er alles machen muss, vor allem... Das Kreative. Glaub, Produktion, die ganze, muss es auch noch, du musst es schreiben, konzipieren, dann den ganzen Finanzierungsquatsch, den du ja dann an der Stelle auch noch alles, da weiß der Daniel in seinem Rahmen auch gut Bescheid. Ja, das ist, man kann sagen, es ist sehr schön, wenn man jemanden hat, der sich darum kümmert. Ja. Ja. Aber gleichzeitig natürlich für, hast du natürlich auch andere Beispiele, wie halt ein James Cameron oder auch ein George Lucas, zumindest den alten George Lucas, die, wo halt eben auch alles irgendwie wunderbar funktioniert, wo du halt eben auch alles zusammen hinbekommst. Aber ich denke, das ist einfach auch die Frage, wie du als Künstlerpersönlichkeit gestrickt bist. Ne? Also ob du eher so dann derjenige bist, der das alles irgendwie auch machen will und sich auch so selbst versteht oder eben nicht. Ich meine auch David Fincher zum Beispiel, der ja auch von vielen als vielleicht sogar der beste Regisseur seiner Generation angesehen wird. Sogar Quentin Tarantino sagt das, meine ich. Der muss es wissen. Der sehr starke Meinung hat zumindest. Ja. Der sehr starke Meinung zu allem hat. Selbst David Fincher ist einfach nur, in Anführungszeichen, nur Regisseur. Also der nimmt auch Stoffe, die ihm halt eben andere schreiben und hat halt einfach natürlich, er muss das Gespür haben und wissen, dass das funktioniert, dass das für ihn funktioniert. Da macht er da halt auch super, super Sachen draus. Ja. Aber andere... Jetzt zum Beispiel auch mich als klitzekleinen Regisseur, ich habe da eine ganz andere Herangehensweise. Mich interessiert das Inszenieren eines Stoffes nicht über Gebühr. Es ist so, ich möchte einfach eine Geschichte zum Ausdruck bringen und da gehört dann eben das Regieführen genauso dazu wie das Schreiben des Buches und das Schneiden der Szenen später. Das ist für mich halt eben eher so ein generalistischer Approach und das ist dann einfach eine andere, also du kommst wie von einem anderen Winkel. Und ich denke, Ridley Scott ist auch eher ein Beispiel dafür, für einfach einen Regisseur. Ich meine, er ist auch ein Werbefilmregisseur gewesen, haben ja tolle auch Werbesachen in den 80ern oder auch in den späten 70ern gemacht. Ja. Und deswegen, es kann schon gut sein, dass er da vielleicht ein bisschen zu viel Einfluss an Stellen hatte, wo er vielleicht besser keinen Einfluss
hätte haben sollen. Und ich denke auch, das kann gut mit seinem Alter zusammenhängen, insofern, dass er halt sich halt eben jetzt mit diesen Themen stärker beschäftigt. Was andererseits ja auch wieder gut ist. Man kann sagen, okay, es fühlt sich authentisch an. Also es ist einfach, es kommt aus seiner Persönlichkeit, aus seiner Künstlerpersönlichkeit heraus. Jetzt gerade ist er in dieser Lebensabschnitt, ja, und diese Fragen sehr, sehr interessieren und sehr beschäftigen. Deswegen will er das irgendwie künstlerisch zum Ausdruck bringen, was an sich ja gut ist. Aber ja, wo ich halt auch nicht so genau weiß, ob Alien eigentlich die richtige Franchise dafür gewesen ist. Aber gut. Nö, ich finde auch, das passt besser in das Blade Runner-Universum, weil es da schon immer auch diese Thematik gab. Alien erstmal so nicht. Prometheus hat das ja erst so richtig ein bisschen hervorgehoben, meiner Meinung nach. Ne? Richtig, richtig. Absolut. Habt ihr euch denn nicht auch vielleicht gewundert, wie ich, dass dieser Film Alien Covenant, nachdem Ridley Scott sonst immer so technikfanat war und Prometheus sogar in 3D gedreht hat, warum Alien Covenant in 2D ins Kino kam? Den gibt's nicht in 3D. Ich habe den in keinem Kino hier in der Gegend und auch in Berlin auch nicht gesehen, dass der irgendwo in 3D lief. Das hat mich echt gewundert. Da ich in der letzten Zeit immer intensiv auf der Suche nach 2D, Vorstellungen bin, um diesem 3D-Ding ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil ja auch in letzter Zeit wieder richtig viel Scheiß dabei war, also 3D-technisch, wo ich mich wieder gefragt habe, wann hört das wieder auf? Muss ich zugeben, ist es mir tatsächlich Asche auf mein Haupt tatsächlich entgangen, dass es ihn gar nicht in 3D gibt. Und ich glaube, meine Recherche hat auch nicht ausgereicht, um über diese... Ich hab ganz kurz gegoogelt. Wir hörten davon gerade. Und gut, und ich habe jedenfalls in Erfahrung gebracht, dass Ridley Scott sagt, dass das die Entscheidung des Studios gewesen sei. Er definitiv er kein gern Geld 3D gekriegt. Gedreht hätte. Genau, und er hat kein Problem und auch nicht kompliziert, sagt er, wenn man mit dem richtigen Team zusammenarbeitet. Ja, und er ist ja Fan, er hat ja sogar in nativen 3D den letzten Film gedreht. Das steht da ja auch in dem Artikel. Deswegen, ich verstehe es nicht. Und ein Studio, seit wann wehren sich denn Studios gegen 3D? Die Zusatzeinnahmen nehmen die doch immer, immer gerne mit. Die haben doch jeden Rotz in 3D rausgemacht. Also sehr, sehr komische Entscheidung von dem Studio. Das und ein nicht unwesentlicher Teil des CGIs wäre doch auch fantastisch in 3D gekommen. Ja. Inklusive der Alien-Animationen, die ja mal wirklich richtig, richtig nett waren. Total, ja. Also das verstehe ich auch nicht von der vom Marketing-Standpunkt aus. Das kann ich auch nicht erklären. Genau, also ich sehe es auch wie Henrik. Ich freue mich auch. Ich gucke auch mittlerweile wieder viele Sachen lieber auch in 2D. Aber bei so einem Film, wo ich weiß, dass Scott da auch ein Augenmerk drauf setzt und das dann auch in nativ 3D dreht, hätte ich gerne gehabt. Also hätte ich überhaupt kein Problem mit gehabt. Schade. Also das ist mir halt aufgefallen und hat mich doch wirklich sehr gewundert. Ja. Okay. Ja, es ist so eine Sache. Jetzt sind wir mal gespannt, was als nächstes kommt in dem Bereich. Es wird gemungen, also es wird ja wohl wieder, es wird weitergehen. Der Film war ja endet auch auf ja drei, auch so. Glaube ich, angelegt. Ja, ne? Ich habe sogar mal gehört, angeblich soll es angeblich noch einen Teil geben, der irgendwie zwischen Prometheus und Covenant spielt. Gelesen. Wobei ich da noch weniger den Sinn drin sehe. Dann bitte wenigstens macht an der Stelle weiter. Ja, ja. Wie auch immer. Also das dazwischen finde ich noch blödsinniger. Haben wir eigentlich, haben wir eigentlich ausreichend Michael Fassbender gelobt für... Okay. Ich wollte nur sicher gehen, dass uns nicht vorgeworfen wird, wir hätten die... Er kann gut flöten. Die geniale... Und das doppelt, ja. Geniale Leistung von Michael Fassbender soll... ne? Müssen wir auf jeden Fall. Ist einer der Highlights oder Gründe, wenn man Fassbender sowieso mag. In Assassin's Creed fand ich es grauenvoll, aber das lag auch an dem Film. Er hat aber Fassbender nichts mehr zu tun. Nee. Der hat zu einer Zeit zu dem Projekt zugesagt, wo er geglaubt hat, dass das ein Film wird. Dann gucke ich mir lieber zweimal nochmal Shame an, bevor ich mir nochmal Assassin's Creed angucke. Also deswegen, nee, können wir so stehen lassen. Michael Fassbender macht dann Top-Job, wie immer. Gut, ja. Also sind wir da unserer Pflicht auch gerecht geworden. Okay, super. Ich glaube... Machen wir dann Haken dran? Wir machen einen Griff dran. Ich habe mir spontan eine neue Kategorie ausgedacht. Die steht noch nicht mal in den Shownotes. Ich wollte gerade sagen, ich sehe in unseren Shownotes... Die dauert auch nicht lang. Ich will einfach nur mal einmal in die Runde werfen, weil wir ja jetzt Anfang Juni sind. Wir bringen ja die Folge jetzt auch in den nächsten Tagen dann irgendwann raus. Warum zwinkerst du mir da so? Ne, ungefähr, damit ich meine Produktionsprozesse... Genau, ich will ein bisschen Druck aufbauen. Dankeschön. Das war vorhin schon bei Daniel. Ich habe dich sehr lieb, heute startet am Tag der Aufnahme ja die Mumie.
Ich wollte euch nur noch mal ein paar Filme jetzt um die Ohren werfen und ihr sagt mir einfach, was für euch in diesem Monat noch Must-See ist. Was mein Lieblingswitz im Zusammenhang mit Tom Cruise und die Mumie war, ja, dass ich am Anfang geglaubt habe, das wird eine Tom Cruise Biografie. Achso, ich dachte, du denkst, Tom Cruise ist die Mumie. Also ich bin sehr gespannt, weil damit ja auch ein Franchise, ja, ein großes Universe geöffnet Dark Universe oder wie heißt es? Ja, das, Dark, ne? Weil Monster geht nicht mehr. Das war schon vergeben. Das ist ja schon das Godzilla-Ding. Ja. Stimmt. Also da sind wir mal gespannt. Aber da ich vermute, ihr wisst nicht unbedingt zwingend, welche Filme jetzt alle diesen Monat kommen. Also es ist die Mumie, ist Wonder Woman. Ja. Mädels-Trip von mir aus und das Belko-Experiment, wo ich den Trailer damals geil fand. Dann für meinen Sohn Bob der Baumeister, da muss ich rein. Ja, ja, ist klar. Aber dann kommt noch Transformers 5. Ja. Auch diesen Monat und ich glaube, ich gucke gerade mal, das sollte es gewesen sein, so an Blockbuster oder Highlight-Film. Mhm. Auf was freut ihr euch am meisten von denen? Ich persönlich, ich glaube, der Einzige, der für mich persönlich davon zumindest ein bisschen verspricht, was zu können, ist Wonder Woman. Und das hätten wir auch nicht gedacht, dass wir das mal zu dass wir das mal einem sagen Ziefel an dieser Stelle. Momentan nach, ja, nach dem ganzen. Aber nach dem, was ich im Moment so Bauchgefühl, Trailer, Robin Wright, die so die ersten Stimmen, die man so hört, bin ich im Moment dabei bei Wonder Woman. Ja. Könnte eine runde Sache werden, ja. Ja, ich glaube sogar, dass der ein bisschen was kann. Ja, das stimmt. Also ich habe mich mit der Frage noch nicht beschäftigt, ob ich mich auf Wonder Woman freue oder nicht, aber jetzt, wo ihr es so sagt und wo ich immer noch mal so vor meinem geistigen Auge den Trailer abrufe, ja. Und schon, ich meine, also, meine Meinung zu Tom Cruise ist ja nun hinlänglich bekannt in diesem Format und das mit der Mumie zu kombinieren, macht mir große Sorgen und deswegen bin ich nur mittelmäßig. Bin ja eh nicht bei euch. Also bei mir ist es eigentlich drei Kategorien. Ja, Bob der Baumeister. Ja, das sowieso. Aber ich bin sehr gespannt auf die Mumie, weil ich mochte früher die Brandon Fraser Mumie-Filme, weil die halt Humor und Abenteuerfilme waren. Ja, okay, da bin ich ja dabei. Ich würde den ja auch gucken als Wiederbelebung dieses Franchises. Ja. Aber das, was ich im Trailer und eben von einem Film, der so wesentlich von dieser Nase beeinflusst wird, am Ende erwarte, ja, das macht mir am meisten Schiss. Bei Wonder Woman würde ich sagen, ja, wird ein solider Film, aber richtig freuen jetzt nicht zu. Ja, du hast mich gefragt, was ich davon. Schon gut, alles gut. Wo ich das einsortiere. Natürlich. Und Transformers 5 bin ich gespannt, ob der Herr Michael Bay was ändert oder ob er einfach so weitermacht. Nach Teil 4 war ich eigentlich bedient. Ich bin durch mit dem Preis. Ich bin eigentlich auch durch. Ich hab bei Transformers ist echt, also für mich persönlich so der Film oder die Franchise gewesen, die mir gezeigt hat, dass ich langsam alt werde. Das ist echt so. Ja, es ist so schnell geschnitten gewesen. Und ich meine, ich selber auch als Macher liebe es schnell zu schneiden und so, aber ich fand es so anstrengend zu gucken mitunter. Du hast diese riesigen mechanischen Konstruktionen, die sich da, wo sich alles bewegt und dreht und da wird das auch schnell geschnitten und hin und her, du kannst dich irgendwie auf gar nichts richtig konzentrieren und aber Hauptsache die Explosion ist halt nochmal ein bisschen größer, also wirklich dieses richtig amerikanische bigger and better and wider und alles drum und dran und also Transformers 1 hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen, weil ich da fand ich auch, das war irgendwie die Geschichte. Das war ja auch neu, es war. Ich hatte ja damals auch so dieses ganze Audio-Design so gefeiert, ne? Den kannst du auch ganz ohne Bild gucken. Ja, also einfach so Kopfhörer auf und den mal so 20 Minuten davon so in der Hauptaction einfach nur vom Sounddesign so an einem vorbeirauschen lassen. Gut, danach brauchst du stärkere Medikamente, um aus dem Ding wieder rauszukommen. Aber grundsätzlich erstmal, da war viel Neues dran. Ja. Aber dann war es auch schon durch. Ja, ich habe immer so mitbekommen und auch wieder da festgestellt, hoch, guck mal, wie schnell man alt wird, weil da ist schon wieder ein neuer Transformer raus, war der letzte nicht irgendwie gerade erst gestern und irgendwie immer neuer, also insofern, bin ich da auch nicht so unendlich scharf drauf. Ja. Ja, passiert für mich nichts mit. Ich will noch eine Sache ganz auf Topic kurz nochmal oder beziehungsweise Retopic nochmal in den Raum werfen zu Alien Covenant. Ja. Und zwar, dass ich die Musik sehr gut fand. Dass es ein Theme gab, was so öfters wiedergekehrt ist, was mir echt gut gefallen hat, was mir auch ziemlich im Ohr geblieben ist. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, von was ich rede, was immer wieder kam. Es war nicht so gruselig, aber ich fand es sehr prägnant und ich fand, das hat vielen Szenen so, schon nochmal auch so einen Flavor-Boost gegeben. Ja.
Ich muss immer noch die ganze Zeit schmutzeln. Geflötet haben sie ja den Prometheus-Sound. Haben sie. Ja, ja, geflötet. Genau. Sie haben gepfiffen, haben sie den Prometheus-Soundtrack. Nein, ich muss gerade die ganze Zeit noch so schmunzeln, dass Daniel sagt, er merkt, dass er langsam alt wird, sagt einer, der 14 Jahre jünger ist als ich. Also du weißt schon, dass du alt bist. Ja, er merkt es jetzt. Ich fühle sogar, dass ich alt werde. Ja. Da fangen wir es ganz schon an. Aber apropos, dann schließen wir noch eben Alien ab. Ich habe hier noch von Close Up ein Gewinnspiel. Wir haben das ist total geil, ein Plüsch-Facehugger zum Kuscheln im Bett, mit ins Bett nehmen. Das, den hast du dir gerade schon so laut ins Gesicht geballert. Ja, und da muss ich im Schnitt wieder einiges gerade biegen hier. Das ganze Gerät ist tatsächlich richtig plüsch, hat so bestimmt 40 Zentimeter Spannweite, ist mit Sicherheit so kann man 70, auch als Requisite, wenn man 70 Zentimeter lang, bin ich fest von überzeugt. Ist eine ganz schicke Sache und für den geneigten Alien-Fan an dieser Stelle sicherlich ein cooles Gewinnobjekt. Vielen Dank. Man einmal gewinnen und man kann noch was gewinnen. Was denn? Du hast doch da noch was. Hab ich. Wo? Hol mal deine Nüsse raus. Ich muss meine Eier raus. Deine Eier. Wie viel haben wir davon? Nur diese? Eins, ja. Dann kann ich das gar nicht behalten. Das wird verlost. Ach, schade. Ich hatte es mir nämlich schon unter den Nagel gerissen. Also, was wir haben, und das gefällt mir wirklich gut, deswegen habe ich tatsächlich schon den ersten Verschluss sozusagen gemacht. Wir haben hier einen Karton Eier. Genau. Ja. Sag mal, Verfallsdatum ist? Verfallsdatum dieser Eier. Es sind übrigens sechs in einem ganz normalen Eierkarton. Ist so ein klassischer Sechser-Eierkarton, genau. Ganz normaler klassischer Sechser-Eierkarton. Der wird der hat das Verfallsdatum 3. Juni 2122. Es ist ein schwarzer Eierkarton und in dem Eierkarton sind etwa 8 cm große modellierte Alien-Eier. Geil. Drei davon sind geschlossen, drei offen und in den offenen sind sogar kleine, beweglich, also man kann sie verändern, kleine Facehugger, die man da rausholen kann. Und das Besondere ist, diese ganze Eiergeschichte leuchtet im Dunkeln. Also ganz, ganz großartig. Ich bin jetzt schon schwer eifersüchtig auf den Gewinner, der das Ganze bekommen wird. Ist ganz schön gemacht. Wie gesagt, ist ein ganz normaler schwarzer Eierkarton, aber ein wirklich schickes kleines Giveaway. Genau. Da bitte über Twitter mit dem Hashtag Eier. Genau. Naja, ja. Und unsere Eier. Aktuelle Folge Hashtag einfach unsere Eier. Retweeten. Genau. Unsere Eier ist gut. Genau. So machen wir das. Ihr retweetet bitte bei Twitter die aktuelle Folge. Hashtag unsere Eier. Und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung dieses schicken Alien. Wirklich vielen Dank nochmal an Close-Up, weil das thematisch natürlich toll zu unserer aktuellen Folge passt. Genau. Echt danke cool. An Close-Up. Hier geht's wieder zur Sache im Moment. Gewinne. Wirklich ja. Großartig. Ja. Gut. Also. Haben wir das auch abgeschlossen? Wir haben auch gerade über die Starts dann demnächst gesprochen. Vielleicht noch ein kleiner Appetizer, Teaser für die nächste Folge. Mein Kollege Daniel Pog war in Berlin mit Martina Hill und Oliver Rohrbeck und hat Interviews gemacht für Ich einfach unverbesserlich 3. Der Film, da dürfen wir noch nichts drüber sagen, aber für Daniel Verhältnisse, er fand den gar nicht schlecht. Also das soll schon was heißen. Da wird es Interviews zu geben, sowohl wahrscheinlich in Audioform, aber auch auf YouTube natürlich mit Video, wo man die beiden Synchronsprecher sieht, Martina Hill und Oliver Rohrbeck. Also der Film erscheint am 6.7. Ja, das würde ja. Und das wird wahrscheinlich ungefähr zu unserer Folge, zur nächsten Folge passend sein. Sehr schön. Das da als kleiner Teaser. Yay! Gut. Da war Daniel wahrscheinlich dieses Jahr vielleicht nicht mehr hören. Ja doch, wir hören ihn wahrscheinlich dann im September. Aber vielleicht trotzdem von dir abschließend, was ist denn überhaupt, hast du ein Highlight, worauf du dieses Jahr besonders gespannt bist? Vielleicht Star Wars natürlich, aber vielleicht auch was anderes? Außer Star Wars. Okay, also damit das ist für viele schon ganz schwer. Verkehrt, ja? Ja, also ne, Star Trek, Star Wars, dann bin ich halt so eine Star Wars-Fan schon immer gewesen. Mhm. Ja. Darüber hinaus,
Nee, nicht, dass ich das jetzt gerade wüsste. Dann gebe ich dir einfach noch zwei Tipps für dieses Jahr in die Hand. Wir freuen uns alle nächsten Monat auf Dunkirk. Christopher Nolan ist zurück. Ach ja, natürlich. Und noch eine Empfehlung. Es kommt natürlich Kingsman 2. Ja. The Golden Circle. The Gold Circle. Ja. Da freue ich mich auch drauf. Ein toller Trailer. Genau, das sind, ja, und natürlich, was wir heute schon besprochen haben, auch Mord im Orient Express und so weiter und so fort. Also, es kommen noch ein paar echt nette Filme. Den neuen Spider-Man, den weiß ich nicht, da bin ich überhaupt nicht heiß drauf. Ja, ich bin auch kein Spider-Man-Fanboy so, aber es ist, der neue Spider-Man gefällt mir zumindest, also der Darsteller gefällt mir ganz gut. So, mit dem kann ich leben, sagen wir es mal so. Aber ich hab eh nie verstanden, warum sie. Also ich habe irgendwie das Gefühl, der wievielte Relaunch ist das jetzt von Spider-Man? Also, gefühlt der neunte. Ja, aber gut. Ja, weil Sony, naja, lang, ja, das ist ein Thema für sich. Ne? Also. Richtig. Na gut, also es gibt auf jeden Fall noch was und ich denke, wir werden es dann besprechen. Ich kann aber an der Stelle, weil wir so langsam den Spannungsbogen mal in Richtung sich treffen neigen müssen, schon mal anfangen, hinter uns aufzuräumen. So, nach der letzten Folge gab es ein bisschen Feedback. Dazu, also wir haben in der letzten Folge über The Accountant gesprochen, den ich ja in der Pause dann in der Konserve gesehen hatte und hatte da wohl offensichtlich zur Irritation des einen oder anderen Hörers gesagt, dass der Zusammenhang zwischen seiner Unterstützerin da und ihm selber nicht ganz richtig aufgelöst wird. Und einige meinten dann, ich hätte den Film vielleicht nicht zu Ende geguckt. Ganz im Gegenteil ist der Fall. Natürlich ging es dabei nicht um das Offensichtliche, dass zum Schluss die Tochter von diesem Krankenhaus, sage ich jetzt mal vorsichtig, Leiter da die Kollegin ist, sondern wie der gesamte Zusammenhang zwischen denen und diese Verbindung zwischen der Mafia und so weiter, wie es dazu kommt, dass genau diese Konstellation zum Tragen kommt, das wird ja nicht erklärt, warum diese beiden dann so lange in dieser Konstellation in Zusammenarbeit mit der Mafia und so weiter dann eben in diesem Geschäft sind, kriegen wir ja nicht raus. Ja, ich habe den Film zu Ende geguckt und das habe ich gemeint. Also das sei an der Stelle dann mal aufgelöst sein. Dann haben wir in der letzten Folge gefragt, ob wir mal eine Gaming-Retro-Gaming-Folge machen sollen. Wie es bei unserer Community so üblich ist, es schallt immer aus der gleichen Richtung, aber da schallt es, wir sollen. Habe ich gehört, also die eindeutige Meinung ist da, dass wir darüber mal sprechen sollen. Das könnte ganz spannend werden. Wir werden uns da mal was ausdenken, wie wir das konzeptionell in unser Programm so einbauen können. Das ist dann an der Stelle schon mal gelöst. Und dann habe ich noch eine neue Umfrage. Ich habe schon mal in unserer Patreon-Spendergemeinde ganz vorsichtig gefragt. Da haben noch nicht alle geantwortet. Da gibt es aber schon Rückmeldungen mit der technischen Umstellung und der Aktualisierung unseres Studios. Hätten wir jetzt sehr einfach technisch die Möglichkeit, tatsächlich auch live zu senden in dieses wunderbare Internet, ohne große Klimmzüge. Wir sind uns einig, dass das mit Sicherheit nichts für jede Folge ist, ne? Weil wenn dann auch noch ein Chat dazu kommt und so weiter, der uns dann da rein, der sich dann da natürlich auch zu Recht einmischt in die ganzen Themen, weiß ich nicht, wie gut das für unseren Flow und unsere Dynamik so ist. Aber zu besonderen Gelegenheiten könnten wir das tun. Das machen wir natürlich nur, wenn ihr da draußen auch Bock darauf habt, dass wir zwischendurch auch mal mit Ankündigung und Chat und so weiter dann hier mal so live in die Gegend strahlen. Lasst uns das doch bitte wissen. Kommentiert artig auf den bekannten Kanälen im Blog oder per E-Mail und lasst uns einfach wissen, ob ihr da Bock drauf habt, dass wir zwischendurch auch mal live sind. Genau, vielleicht auch mit einem spannenden Gast, dem man dann auch Fragen stellen kann. Genau, immer sowas, ne, solche Sachen. Mhm. Wie gesagt, jede Folge ist mit Sicherheit nicht so der Bringer. Da
passt einfach, glaube ich, auch unser Format. Es sei denn, wie gesagt, die ganze Community schreit jetzt, wir sollen auf jeden Fall live machen, da müssen wir uns was ausdenken. Also bitte auch zum Thema Live-Sendung noch was sagen und natürlich, wir haben einen ganz, ganz schicken, also einfach als Abschluss, einen sehr versöhnlichen Abschluss. Unser Stefan ist auch schön, unsere Patrone, unser Patron bei Patreon, der Stefan, hat uns einen länglichen Post geschrieben, in dem er das hier ein bisschen lobt, was wir hier tun. Ich kann das jetzt in voller Länge hier nicht vorlesen, aber Stefan haben wir schon geantwortet, der weiß also davon. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind für jede Rückmeldung an dieser Stelle wirklich dankbar. Und das ist dann an der Stelle hier natürlich auch in aller Öffentlichkeit nochmal gesagt. Und als allerletztes und damit auch wirklich, wirklich am Ende dieser wunderbaren Folge, bevor wir uns dann bei Daniel noch ausführlich bedanken und ihn zu Ende lobhudeln, die Gewinnspiele, die wir heute ausgerufen haben, funktionieren natürlich wieder genauso wie auch in der letzten Folge. Bitte ordentlich kommentieren und so weiter und wir werden dann die Gewinner der Folge, ich habe nämlich hier aus Versehen unsere alte Shownotes-Geschichte gelöscht, da hatten wir es schon eingetragen, deswegen können wir gerade das Gewinnspiel der letzten Folge nicht auflösen, was für eine Schande, aber ja. Wenn ihr das hier hört, haben die Gewinner des aktuellen Gewinnspiels von der letzten Folge haben bereits Bescheid bekommen. Korrekt. Per E-Mail oder per Twitter oder so, wie ihr euch gemeldet habt. Also nur für den Fall, dass ihr euch fragt, warum wir die nicht auflösen, ist meine Schuld. Ich habe die Shownotes gekillt. Ich muss erstmal das Backup zurück. Ja, und das Geburtstagskind des Monats ist unser Benjamin. Unser Benni, yay! Herzlichen Glückwunsch, Benjamin von Sachs Audio, der hier so munter auch zum Gelingen dieses wunderbaren Formats beiträgt. In nicht unwesentlicher Form. Der wird heute ein bisschen älter. Also herzlichen Glückwunsch von uns auch an dich, Benni. Gut, haben wir's. Hausmeisterei heißt das bei Methodisch Inkorrekt, ist auch durch. Das war wieder mal einiges. Und eine schöne Folge, wie ich finde. Ja, absolut. Es hat uns großen Spaß gemacht, mit dir wieder zu plaudern, Daniel. Vielen Dank dafür. Sehr gerne und mir ebenso. Ja. Immer wieder gerne. Gerade wenn man halt mit Leuten spricht, die auch wissen, wovon sie sprechen. Das kompensiert unser Nichtwissen. Und auch hier sei natürlich erstens gesagt, wir werden dich wieder ausführlich verlinken und so weiter. Und an unsere Hörer geht hier der Aufruf, dich ordentlich mit Ruhm zu überschütten. Ja. Also dafür, und wenn du jetzt irgendwas noch für die Rubrik Shameless Self-Plug unseres Gastes hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wie hätte er gesagt, the stage is yours. Ja, ja, genau. Also ich bin ja hoffentlich dann im September oder kurz vorher nochmal bei euch und kann dann nochmal ganz im Detail auf mein aktuelles und dann zu dem Zeitpunkt das Projekt eingehen. Story Nights TV, ein Livestreaming-Format auf YouTube, was witzigerweise, ich hätte es jetzt noch nicht angesprochen, wenn ich es eben von euch nicht gehört hätte, auch ein Patreon.com finanziertes Projekt ja, sein auch wird. Hier wird die Verlinkung... Also, die Verlinkung soll dir Millionen einbringen. Genau, also vielleicht. Aber erst, wenn wir bei der Million sind. Aber erst bei dir, fair ist fair. Genau, ja. erst dann. Und ja, vielleicht habt ihr zu dem Zeitpunkt ja schon dieses Live-Ding auspaldobert, weil das finde ich auch super spannend, das wirklich mal so und so live zu machen. Kann ich euch übrigens halb hinter den Kulissen Info geben. Der Discord-Chat ist super dafür geeignet, weil der auch eine direkte Verknüpfung mit Patreon anbietet. Das heißt, da kann man dann auch sowas Sachen machen. Ja, also ich habe ein bisschen damit rumgespielt. Wir machen das Ganze ja hier jetzt mit Studio Link, mit dem du ja auch hier mit uns verbunden bist. Mhm. Was ich auch nochmal feiern möchte an dieser Stelle, also die Kollegen vom Ultraschall-Team, mit der wir hier in unserer DAW rumnuckeln, die haben diesen Dienst aktuell in Mache und das hört sich wirklich, wenn man mal so die Atmo, die jetzt hier bei uns fehlt, ne, aber die ja bei dir durch den Versuch, die Temperaturen im Griff zu behalten, durch dein offenes Fenster, aber dieses ganze Gezicke mit Skype, ne, diese schwankenden Verbindungen und die relativ schlechte Qualität ist mit Studio Link komplett vom Tisch, also es ist wirklich großartig.
Ist super, doch sehr, sehr unkompliziert. Das war einfach eine Exe, die man da aktiviert und dann öffnet sich das im Browserfenster. Also ohne Wir müssen unsere Gäste nicht mehr zwingen, sich einen Skype-Account anzulegen. Haben die zwar meistens, aber wenn es so einfach ist, kann man es auch jedem Gast zumuten, einfach diese Datei anzuklicken. Ja, genau. Super. Also wir feiern das sehr und mit dieser Umstellung auf Ultraschall 3, die ich jetzt gemacht habe, ist eben gleich die Funktionalität eben mit einem einfachen Klick auch irgendwie einen Livestream zu starten. Okay, verstehe. Ja, cool. Und das ist natürlich, sonst war das immer so ein Gehampel mit Nicecast und dann musst du irgendwie einen Streamingdienst finden und dann der einzige, der wirklich einigermaßen taugt, ist Xenim, aber da kannst du dich nicht einfach anmelden, sondern die haben so ein lustiges du darfst oder darfst nicht Prinzip, wenn man es mal, ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber da reinzukommen ist dann immer nicht so einfach und dann ist das Hassel mit. Erinnert mich ein bisschen an Twitch TV, wo ich mir für mein Format genau die gleichen Überlegungen halt auch für die Videoschiene halt gemacht habe und da ist es halt auch so, dass der für den Einsteiger das eigentlich gar nicht so gemacht ist, sondern du halt irgendwie gleich Full Power irgendwie gehen musst und dies und das. Und deswegen sind wir jetzt ja bei YouTube, weil das wirklich sehr einstiegsfreundlich ist. Und man hier ist es jetzt so, ich habe hier einfach mit der Umstellung auf Ultraschall 3 ist einfach ein neuer Button hier in meiner Übersicht für die Audio-Software gekommen. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann gehen wir live. Ende. Das ist mehr komplizierter wird es nicht. Ja, so. Das ist natürlich cool. So, liebe Hörer, das war der Technik-Podcast. Der Tech-Talk. Behind-the-scenes. Okay. Ja, also super. Nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Und, sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja. Alles klar, in dem Sinne verabschieden wir uns. Geht ins Kino, schaut Serien, berichtet uns, was ihr gut oder nicht gut findet und teilt eure Meinungen. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dann. Bis dahin und tschüss. Ciao. So, und weil es vorhin schon so gut geklappt hat, dann macht das natürlich Sinn, hier an dieser Stelle noch einen kleinen Rausschmeißer mit dran zu hängen. Und zwar die zweite Filmbesprechung von unserem Kumpel Peter Dickmeier. Diesmal zu der Mumie, die wir ja vorhin ganz kurz angesprochen haben in der Folge. Und da ist jetzt kurz bevor ich die Folge hier fertig hatte, dann auch die Besprechung von Peter noch erschienen. Also soll die hier natürlich auch noch zum Besten gegeben werden. Also, dann bis dahin und tschüss. Tom Cruise spielt einen Hallodri und Abenteurer namens Nick Morton. Das klingt ja auch schon nach Archäologie und Grabräuberei. Bei einem seiner windigen Fischzüge im Orient stößt Nick auf eine antike Grabstätte, die auf keiner Karte und in keinem Geschichtsbuch verzeichnet ist. Natürlich hat das seinen Grund, wie Nick und das Archäologinnenmodel Jenny schon bald feststellen müssen. Denn in der aufwendig geschützten Gruft schlummert seit knappen 2000 Jahren Prinzessin Amanet. Einst sollte bzw. wollte sie die Königin von Ägypten werden, doch ihr ehrgeiziger Plan ging nicht auf. Amanet erkannte, Macht wird einem nicht gegeben. Man muss sie sich nehmen. Nach Rache trachtend entschloss sie sich, das Böse zu beschwören. Mit dem sie sich verbündete und sie zu einer Gefahr wurde. Die nur dadurch bezwungen werden konnte, indem man sie tief im Wüstensand lebendig vergrub. Und Nick, die Pfeife, hat sie nun unfreiwillig wachgeküsst. Doch noch liegt sie gut verpackt in ihrem Sarkophag, der per Flugzeug zur Untersuchung nach England gebracht werden soll. Soweit der theoretische Teil, denn das Flugzeug stürzt überraschend ab. Wie durch ein Wunder überlebt Nick den Absturz ohne blaue Flecken. Aber seine Rettung ist alles andere als ein Zufall, sondern Teil von Amanets To-Do-Liste. Und auf der steht ganz oben nur ein Wort: Rache. Ich bin deine Königin. Vergiss das ja nie. Und nun entschuldige dich. Nö. Gut, Raucherpause. Nee, auch noch nicht. Das Fernsehen hat es vorgemacht. Serien sind der Zuschauermagnet schlechthin. Und so gehen auch alle großen Filmstudios inzwischen her, kaufen, was das Zeug hält, Rechte oder durchforsten ihr Tafelsilber auf Verwertbares in dieser Richtung. Bei der Gelegenheit hat sich Universal darauf besonnen, dass unter ihrer Flagge in den 30er Jahren alle großen Horrorfilme herausgekommen sind. Sie handeln von transsilvanischen Vampiren, Kreaturen aus Lagunen, Phantomen hinter Theaterbühnen, haarigen Waldbewohnern, zusammengeklöppelten Monstern und deren Bräute, wahnsinnigen Ärzten bis eben hin auch zu einer Mumie.
Und so hat man sich jetzt dazu entschlossen, mit diesem Remake den Grundstein zu legen für ein gigantisches Franchise mit Namen Dark Universe. Im Stil des Marvel-Universums werden nun in schöner Regelmäßigkeit die klassischen Horrorgestalten wieder das Licht der Leinwand erblicken. Weshalb ja auch ein gewisser Dr. Jekyll schon eine kleine, aber entscheidende Rolle bei der Mumienjagd spielt. Dieses Geschäft ist keine exakte Wissenschaft. Und Ihr Geschäft wäre das Böse. Mr. Morton, erkennen, isolieren, erforschen, vernichten. Im Gegensatz zur DC-Serie rund um die League of Justice, die von Mal zu Mal schlimmer wird, ist es hier gelungen, einen höchst unterhaltsamen und vor allem stilsicheren Neustart zu initiieren. Die Mumie ist nämlich keine 1:1-Kopie des Originals, sondern ein mit allem, was der heutige Zuschauer an Effekten und Tempo verlangt, ausgestattetes Reboot. Was aber noch viel wichtiger ist, man hat es geschafft, durch inszenatorische und handwerkliche Finessen die wohlige Gruselatmosphäre des Klassikers zu erhalten und nicht komplett mit Special Effects zuzukleistern, obwohl es davon mehr als reichlich gibt. Für diesen gelungenen Spagat sag ich mal Respekt. Und so ist die Mumie alles andere als eine aufgebackene olle Kamelle, sondern zeitlos wie die Pyramiden selbst und dabei so strahlend wie frisch gestrichen. Was zum Teufel soll das bitte bedeuten? Anschauen lohnt sich.